So, guten Abend. Es geht gleich los. Okay. Nur noch den Stream hier oben. So. Okay. Hallo Sandrula. Ja, erste. Hallo Irem. Und hallo Aliona. So, Annika und Katharina und Skillplayerin und Baby Blue Unicorn. Hi. Hallo Lea. Und hallo Melanie Pecht. Johanna Brunner. Brummer, Entschuldigung. Hallo Charlina und Svea und Leonies Rumpelkammer. Schön, dass ihr alle da seid. So, hallo Niki und Juni und Alex und Coke. Oh mein Gott, was ist heute los? Ihr seid ja alle gleich auf Anhieb da. So, ihr könnt mir ja nochmal sagen, ob ihr alles seht und alles hört. Und ob alles in Ordnung ist. Das wäre nett. Und dann können wir eigentlich gleich anfangen. Wir warten noch 1, 2 Minuten, bis alle zu uns gefunden haben. Charlina, ich grüße dich. So. Okay. Und mein Chat hängt direkt hier auf dem Laptop. Moment. So. Hi, Sims Friend. Und Pretty Little Liars Fan. Schön, dass ihr alle da seid. Danke, Skillplayerin. So, jetzt haben wir es gleich wieder. Okay, wenn wir das haben, fangen wir an. Chatverbindung unterbrochen. Warum denn das? Bloß gut habe ich noch mein Handy. So, alles gut. Alex, ich grüße dich. Was habt ihr gestern alles gemacht? Lea, eigentlich alles das, was du siehst. So, Johanna, dich grüße ich auch. Okay, jetzt haben wir es. Gut, also wir haben ja gestern angefangen, unsere Finca zu bauen. Wir haben außen angefangen und soweit sind wir jetzt hier erstmal. Die kleine Chill-Out-Area. Dann habe ich überlegt, werden wir hier auf der Seite. Ich weiß nicht. Was hatte ich überlegt? Was hatte ich überlegt? Ich weiß es nicht mehr. Mir fällt es schon noch wieder ein. So, hier draußen ist natürlich noch nicht fertig. Ist logisch, wir sind dann erstmal reingegangen und wir machen heute auch drinnen erstmal weiter. So, okay. Drinnen waren wir noch absolut gar nicht weit. Ihr seht ja schon, das ist die Küche. Ist richtig schön mediterran gehalten. Ein bisschen Naturholzfarben und Grün drin. Und im Wohnzimmer waren wir dann hier in der Ecke stehen geblieben und dann haben wir erstmal gesagt, okay, machen wir erstmal Feierabend für heute. Und hier war mir auf jeden Fall noch was eingefallen. Stimmt. Hier, das wollte ich gerne noch ein bisschen abgrenzen. Ich weiß noch nicht, wie weit. Einfach nur diese Ecke hier. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Höchstwahrscheinlich mit Säulen. Wie auch sonst. Und dann wird das, denke ich, auch ein echt cooler Raum. Dann ist der nämlich von der Größe her ein bisschen abgegrenzt und kleiner. Und dann dürfte das auch nicht mehr so verloren aussehen. So, können wir mal anfangen? Ja, geht gleich los. Hallo plötzlich Meerjungfrau und hallo Lala. Lala Draws. Ich grüße dich, Meerjungfrau. So, okay, hallo Lara Mariette. Okay, wir fangen an. So, ich würde auch direkt damit anfangen, mit dem, was ich gesagt hatte, mit dem Balken. Mal gucken, ob wir irgendeinen coolen, großen finden, der dann auch natürlich stilmäßig zu diesem Ganzen hier passt. Der wäre schon auf jeden Fall echt cool. Der ist natürlich auch super. So, verratet mir mal, geht's euch allen gut? Hier ist zu weit, da passt auch nicht so richtig. Hier ist eigentlich ganz gut. Ja, das machen wir so. Und dann machen wir eine Halbwand oder wir finden halt vielleicht noch einen coolen Zaun, der dann direkt passt. Sowas hier. Und dann würde man das so ein bisschen abgrenzen. Aber der ist definitiv zu klein. Mir krabbelt der Hals gerade noch ein bisschen. Ich hoffe, das geht gleich noch weg. Hi, Official Sim und hallo Tamdi. So, gut. Ich würde sagen, wir nehmen eine Halbwand. Und
Dann brauchen wir natürlich eine, die auch von der Größe her passt. Jetzt geht unser Bild weg. Die ist mir bald ein bisschen zu niedrig. Die ist definitiv besser. Guckt mal. Auf jeden Fall. Können wir vielleicht hier auch nochmal? Und dann nochmal? Das ist cool. Guckt mal, das ist echt cool. So, hallo Samira und hallo Melody. hallo Annika. Wirklich schön, dass ihr alle da seid. Da könnte man ja dann vielleicht auch hier das nochmal aufgreifen. Das ist ein bisschen, es sieht ein bisschen alt aus, das ist richtig. Aber das soll ja auch irgendwie so mediterran wirken. Müssen wir mal schauen. Oder wir nehmen eine Fliese, irgendwie sowas, was hier so passt. Wir schauen mal, was wir finden. So, okay. Was haben wir denn hier noch so? Wie zum Beispiel das hier würde zu dieser Kante recht gut passen. Allerdings, es sieht sehr, ich weiß nicht, immer noch nicht das Richtige. Das ist noch nicht das Richtige. Das ist gut. Wartet mal, haben wir das eventuell noch in der passenden Farbe? Guckt mal, perfekt, oder? Und das sieht sogar noch besser aus. Definitiv. So, hallo Fanny. Gut, die Kante oben noch. Und dann müssen wir unser Bild halt nochmal andersweitig verschieben. Aber es ist ja egal, das kriegen wir schon noch irgendwo hin. So, hallo Annabelle. Und dann, ja, hier oben die Kante noch. Dann nehmen wir wieder eine dunklere. Die da und die da. So. Jetzt passt das. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir noch eine passende Spandrille oben finden würden. Hallo Cookie! Hast du den Bildschirm schon angeschlossen? Nein, dazu brauche ich immer noch die passenden Kabel. Aber irgendwie bin ich etwas demotiviert, danach zu suchen, aufgrund dessen, dass mir im Laden schon gesagt wurde, dass es gar nicht so einfach ist. Mit einem Laptop. Das ist jetzt doof. Dass die Säule da leider nicht hinpasst durch das Fenster. Wartet mal, können wir da von außen optisch noch ein bisschen was tun? Ist das möglich, dass wir das einfach noch ein bisschen... Nee, okay, also das ist auch schon mit BB-Punkt platziert, deswegen lassen wir das einfach so. Da müssen wir mal gucken, was wir da noch so machen. Okay, aber so finde ich das schon echt gut. Hallo Susanne. Aber da würde ich die echt lassen. Ja, da lassen wir die. Und gucken wir mal, ob farblich noch irgendwie, ob das besser geht. Die ist besser. So. Und da hängen wir sowieso noch einen Vorhang auf. Da fällt das gar nicht mehr so auf, dass da irgendwas fehlt. Okay, so. Genau, Miriam, wir machen Vorhänge davor. Das ist die beste Möglichkeit. Das einfach... Das ist natürlich auch eine Idee, wenn wir sowas hier daneben machen. Das sieht aus wie so Fensterläden, wenn man das richtig macht. So, aber wir nehmen wieder diese halbrunden, also oder ja, diese runden. Oder die könnten vielleicht auch passen. Was haben wir denn da noch für Farben? Die sind leider alle irgendwie... nicht so schön, wie ich es mir jetzt erhofft hätte. Okay, wir probieren wieder die anderen. Wo sind sie denn? Die würden auch gehen. Auf jeden Fall. So, ich werde schon mal im Voraus ankündigen. Heute werden wir mit Sicherheit auch eine kleine Pause zwischendurch machen. BB.MoveObjects.
Heute werden wir mit Sicherheit noch eine kleine Pause zwischendrin machen, dass ich dann mal was essen kann, weil viel gab es bei mir heute noch nicht. Oder die letzte Mahlzeit ist schon eine Weile her. Und deswegen gibt es dann mal eine Pause. So. Okay. Ja, das ist ganz cool. Jetzt wäre es natürlich noch genial, wenn man hier irgendwie hänge. So, was haben wir doch? Wartet mal. So. Danke, Cookie. Hi, Schokaschok. Kannst du das Haus von oben zeigen? So, Johanna fragt, wie es mir geht. Mir geht's gut, ich hoffe, euch auch. Das ist das Haus. Hinten ist noch sehr, sehr kahl. Also hinten ist noch nichts gemacht. Vorne schon außen ein bisschen, aber da müssen wir dann definitiv noch mal ran. Nur, ihr wolltet dann alle rein und ich hatte dann auch eher Lust auf drinnen, die ganze Einrichtung. Und ja, dann machen wir das später noch mal. Gut. Heute Show Hidden Objects. Können wir mal gucken. Machen wir. So, wie lange machst du denn? Ich weiß es nicht, Annika. Ihr fragt immer, wie lange der Stream geht. Ihr wisst ja, der geht lange. Also, von daher. Der geht so oder so recht lange immer bei mir. So, dann machen wir das mal so. Dann machen wir die Lampe anstatt da. Einfach dahin. Da passt die nämlich auch super gut. Okay. Hallo, Lane. Und Lena ist auch wieder mit am Start. Sehr schön. Voll cool. Und da möchte ich gerne einen richtig, richtig großen Kamin. Und vielleicht nochmal eine Sitzecke. Also das Haus, das ist so viel Platz. Das ist Wahnsinn. So, ich hätte jetzt aber gerne Deko. Hallo, Mimi's Soccer Palast. Ich hätte jetzt gern Deko. Es muss doch irgendwo Hängepflanzen geben. Sowas, das haben wir auch schon irgendwo, oder? Nee, das hatten wir noch nicht. Weil wir da keinen Platz gefunden hatten. Aber wartet mal, wir probieren mal was. Bleib hier. Wir probieren mal was, ob das geht. Ich sehe jetzt natürlich wieder nichts. Okay, nee, das springt so blöd hin und her. Schade. Das ist schade. Hallo Leon und hallo Anni. Projektwoche in der Schule. Oh mein Gott, erst um 9 Uhr Schule. Du hast ja sehr gut. Ich beneide dich. So, was machen wir denn da noch hin? Dass es nicht so leer aussieht. Das wäre natürlich sehr speziell. Aber auch irgendwie cool, oder? Was meint ihr? Ja, sehr speziell, aber irgendwie cool. Wenn wir da noch einen Schrank davor stellen, dann würde es noch nicht mal auffallen. Das machen wir so. So. Nein, ihr müsst euch mit dem Großstadtleben-Baby noch bis zum nächsten Part gedulden. Aber ich verspreche euch, im nächsten Part kommt es definitiv. Hallo quasi. HD. So, im nächsten Part kommt das Baby definitiv, das weiß ich auch schon. Ich hab noch nicht so weit gespielt, dass es auch da ist. Ich weiß halt, dass... Also, durch den heutigen Part waren wir ja schon recht weit, was das anging. Und von daher, es kann nur im nächsten Part kommen. So. Okay, verstecken wir das einfach ein bisschen. Ja, ganz weg ist es jetzt noch nicht. Oder können wir irgendeinen Kleiderschrank dorthin stellen? Hier würde es ja gehen, wenn wir davor noch eine Blume stellen würden oder irgendwas. Und hier, was stellen wir da hin? Ich weiß es! Hey, das ist so verdammt cool! Schaut mal! So, hallo Ferdinand, Tuba, hallo Alex!
Hi from Poland. Hi from Germany. Hi, Neighbor. So, Jolene, ich grüße dich. Hallo, Nina. Schaffst du heute das ganze Wohnzimmer? Ich denke schon. Ich denke, wir schaffen auch noch einen anderen Raum. Und mal schauen, was wir noch so alles schaffen. Also, hier habe ich ja gesagt, hier kommt jetzt auf jeden Fall ein schöner großer Kamin hin. Hallo, Dobby. Ich fliege in 2 Tagen nach Malle. Oh mein Gott, Annabelle. Da war ich letztes Jahr. Das war so cool. So. Ich habe eigentlich immer gesagt, Malle ist so die letzte Insel, zu der ich fliegen würde. Oder frei, oder das Ganze jedenfalls freiwillig. Aber im Endeffekt, also, weil wenn ich an Mallorca gedacht habe, hallo Rainbow Nela und hi Isabel. So, wenn ich auf an Mallorca gedacht habe, ich habe irgendwie immer automatisch so diese Feiermeile in Erinnerung gehabt. Aber das ist ja wirklich eigentlich so gesehen nur Palma und El Arenal. Also von daher, Mallorca ist eigentlich schon ganz cool. Kann man schon nichts sagen. So. Was könnte denn hier passen? Das passt doch. Geht der größer? Oh nee, das ist, geht nicht. So. Machen wir noch... Holen wir nochmal die Lampen. Die sind nämlich echt verdammt cool. So, okay. Kannst du mal das ganze Haus zeigen? Geht gleich los. Geht gleich los. Also, das ganze Haus. Erstmal nochmal kurz von außen. Jetzt. Das Haus nochmal von außen. Und das ist ja eigentlich so dieser... Also, wenn du nach Mallorca fliegst, dann ist das der typische Baustil von Mallorca. So wirst du die Häuser dort vorfinden. Das ist jetzt natürlich eine Villa. Das ist natürlich logisch, ne? Aber so in etwa sind die Häuser da. So, das ist die Küche. So sieht's aus. Okay, Nancy, ich kann dich auch Lilly nennen. Es wäre für mich aber einfacher, dich Nancy zu nennen. Aufgrund dessen, dass ich mir das leichter merken kann. Weil wir sind hier so viele Leute, da kann ich mir die Namen gar nicht merken. Oder jedenfalls nicht alle. So, Urlaub in Dubai, das ist natürlich auch Wahnsinn. Dubai. Ich habe gehört, Dubai ist das Land oder die, ja, was, naja, ein Land ist es ja nicht, das ist ja Dubai, alles was da rundherum ist. Dubai, was ist denn da noch? Die Emirate, generell die Emirate, die haben die, niedrigste Kriminalrate, die es überhaupt gibt. Das ist echt beeindruckend. Also dort könnte man sozusagen alles liegen, stehen und liegen lassen, ohne dass es jemand klauen würde. So, was haben wir denn noch so? Josie und Cassie ist auch wieder da. Ja, cool. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, euch auch. Oh, hier so eine Rüstung. Oh, wie verloren die in dem Riesenraum wirkt. Das ist übel. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas Großes hinstellen. Irgendwas Cooles, was dann auch passt. Irgendwas Großes. Was haben wir denn da noch für Farben? Die sind cool. Machen wir mal. Die sind auch recht, mediterran. So. Das Klavier, ja. Genau, da war ja noch was. Aktivitäten, Fähigkeiten. Hallo Christoph, hallo Cookie Monster. So, genau, das Klavier, da würde ich aber gerne nicht den Flügel nehmen, sondern wirklich das Klavier.
Also nicht das, das können wir ja trotzdem irgendwo nochmal machen. Sondern, wo ist es denn? Nee, das nicht, das ist ein Keyboard. Bin ich blind oder was? Irgendwo ist noch ein richtiges Klavier. Ich sehe es nicht. Warum? Was ist das eigentlich? Ach, eine Bar. Die ist auch cool. Müssen wir echt den Flügel nehmen? Den möchte ich eigentlich eher ungern. Die Globusbar kann definitiv auch noch hierher. Irgendwoher. So. Alex, ich grüße dich. Violet Fan ist auch wieder da. Hallo Denise. Christoph, ich grüße dich. Du heißt Mia. Okay, Mia, ich grüße dich. Ganz unten ist das, okay. Ganz unten. Das ist die Tiki-Bar, eine Kamera. Da haben wir auf jeden Fall den Flügel. Das ist die Orgel. Also ganz unten. Wir können ja mal auf alles gehen oder sonstiges. Vielleicht finden wir ja da dummerweise ein Klavier. Aber ich glaube es nicht. Wir gehen mal auf alles. Ich war echt der Meinung, wir hatten sowas. Weil das hier, ganz ehrlich, nee, das möchte ich nicht hinstellen. Das muss es doch noch irgendwie in hübscher geben. Oder irre ich mich jetzt echt? Kann doch nie sein, ernsthaft jetzt? Was ist das? Greif zu, ach so, ein Ramschtisch. Rednerpodest. Okay, das ist gesperrt, das letzte Objekt. Ah! Das letzte Objekt. Na, das ist ja auch der, das ist ja ein Klavier, das ist ja kein, also das ist ja auch ein Flügel, das ist, ach, ja, ein Flügel, kein Klavier. Okay, also ein Klavier ist ja sowas hier, das ist jetzt gerade ein Keyboard, aber das hat so in etwa die Optik und das ist ja ein Flügel. Ah, dann müssen wir den nehmen. Gut, ist jetzt egal. Wir nehmen den. Wir nehmen den und dann hat sich das erledigt. Okay. Gib mal einen in die Suchleiste Klavier. Mal gucken, ob wir was finden. Genau, da ist noch was. Klavier. Nee, nur die Dinge, die wir auch gesehen haben. Okay, alles klar. Hi, Lavendier! So, es gibt kein Klavier, nur zwei Flügel. Okay, dann verwechsel ich das höchstwahrscheinlich mit Sims 3. Das kann sein. Das kann wirklich sein, leider. Machen wir denselben Teppich einfach nochmal hier drunter. Und dann dürfen eure Sims den Kamin definitiv nicht anzünden. So. Gut. Dann haben wir den großen Raum auch recht gut voll bekommen. Dann können wir hier nochmal mit den Säulen arbeiten. Ist derselbe Abstand? Jawohl. Hallo Sanne! Schön, dass du auch wieder da bist. Echt cool. Was ist denn hier los? Moment. Oh, 11 aktive Zuschauer. Es hat sich aufgehangen. 42 trifft schon eher. Okay. Noch alles gut. Sonne. Hallo, Rike. Schön, dass du da bist. Hallo, Coco Cookie. Christoph, lass es dir schmecken. Gut, hier geht noch was. Wartet mal, die können wir definitiv auch hier nochmal hinmachen. So. Und dann machen wir ganz einfach überall, wo die Dinger sind,
nochmal das da. So, genau. Sehr schön. Machen wir hier nochmal eine große, coole Couch. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. So, irgendwas Cooles, Großes. Vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Das wäre nett. Warte mal, wir gehen mal über Komfort. Dreisitzer. Sowas wäre natürlich auch cool. Machen wir mal sowas hier. Bleiben wir bei dem Blau, genau. Bleiben wir dabei. Danke, Annabelle. Das freut mich. Und dann noch einen richtig coolen Tisch davor. Welchen haben wir denn hier drüben? Den blauen? Dann nehmen wir hier mal den da. Der passt echt gut. Ja, definitiv. Definitiv. Dann kann da noch ein Tischlämpchen drauf. Zum Beispiel. Oh, hier. Oder die. Ah, die ist zu groß. Schade. Aber da passt die super hin. Guckt mal. So. Was habe ich verpasst? Genau, nicht viel. Wir sind noch nicht extrem viel weiter. So. Oh. Kann das hier noch irgendwo hin? Nö. Okay. Das wäre natürlich auch genial. Machen wir das. Ja, das sieht richtig schön aus. Dahinter noch ein Bild. Und dann würde ich sagen, passt das eigentlich schon fast. Igel, ich grüße dich. Kerzen, ja, die haben wir ja jetzt so in etwa. Oder irgendwie, nee, das sind... Doch, da ist eine Kerze, guckt. Da ist eine. Es fehlt nur noch ein cooles Bild. Natürlich nichts Modernes, das ist logisch, ne? Geht das größer? Ah, groß ist bald ein bisschen zu groß in dem Fall. Das würde aber dahin passen. Und dann machen wir hier... Ich weiß welche. Die hier, davon gibt es nämlich verschiedene. Genau. So. So. Und so. Okay. Sieht doch ganz gut aus. Da könnten wir dann auch nochmal irgendeine Lampe hinmachen in der Mitte. Hallo, Sascha. Welches Schnittprogramm benutzt du? Wie heißt das? Corel Video Studio... Ich glaube X9 oder so. Ich weiß es gar nicht. Da müsste ich jetzt nachschauen. So, machen wir hier nochmal das vielleicht ein bisschen dunkler. Genau. Und dabei würde ich das bei der Ecke auch belassen. Hier könnte man die Globusbar hinstellen. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir denn da noch so? Die ist die beste. Lassen wir. Hier vielleicht in der Ecke noch was. Und vielleicht nochmal eine Stehlampe oder irgendwie. Ach, wir finden schon was. Wir finden schon was. Das ist natürlich auch verdammt cool. Aber das geht so, finde ich, mehr so ein bisschen in das Asiatische. Ja, natürlich, da sind Elefanten drauf. Hallo Bella Punkt. Und hallo Kikis da. Und hallo Leonie. So, die Vorhänge haben unterschiedliche... Oh, was? Die? Nee, das täuscht. Schau mal. Alles gut. Das täuscht. So, hier, das würde ich gerne mal noch ein bisschen mittig machen. Das kann auch mal noch hier weiter hin. Und dann kann...
in die Ecke nochmal, ja, eine große Stehlampe oder... Wow. Nee, die machen wir in die Ecke. Licht ist immer gut. So, okay. Gut. Ich weiß nicht, ich tendiere trotzdem dazu, da hinten diese Rüstung hinzustellen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die irgendwie voll cool. Und die würde auch in die Ecke passen. Wo sind die jetzt hin? Wo ist denn die jetzt hin? Deko? Figuren? Ich habe bestimmt schon wieder dreimal vorbeigescrollt und ihr schreibt den Bildschirm an. Hier. Wenn die nicht so klein wäre. Und groß ist gleich wieder ein bisschen zu groß, oder? Obwohl, es geht eigentlich. Nee. Machen wir lieber eine Blume. So, okay. Moment. Okay. So. Hallo Bella TV. Wie kann man Sachen löschen, ohne den Hammer zu benutzen? Einfach die K-Taste drücken und dann kannst du alles löschen, was du willst. Hallo Amy Sonne. Weißt du, wann das Kleinkinder-Accessoire-Pack rauskommt? Die Rede war von Ende, also Spätsommer. Von Spätsommer war die Rede. Gut, was ist das? Das ist auch cool, das dürften wir hier aber nicht mehr nehmen, weil das wird dann zu viel Gewusel. Hier müssen wir, wo ist er denn schon wieder hin? Jedes Mal suche ich diese verdammte Blume. Die nicht. Die da. So, Puppe, ich grüße dich. Schön, dass du auch wieder da bist. Okay. Gut, sieht das aus? Ja, das ist ganz gut. Hier fehlt noch eine Lampe oder irgendwas. Josie, das mit den Vorhängen täuscht. Die sind gleichfarbig. Da sind einfach nur unterschiedliche Lichtverhältnisse. Gut, okay. Ich würde sagen, wir können das so lassen. Auf jeden Fall, wir lassen das so. Es wird Zeit für das erste Badezimmer. Wo machen wir das hin? Hätten wir hier noch... Wo machen wir das erste Badezimmer hin? Ich weiß es nicht. So, hi Veronika. Lisa fragt, wie es mir geht. Mir geht's gut, ich hoffe, ich auch. Oh mein Gott, das ist mein Standardspruch, ich weiß. Aber was soll man sagen? Was soll man sagen? Machen wir hier ein Bad. Viele Möglichkeiten bleiben uns ja leider nicht. Ich würde einfach direkt mal wieder diese Tür nehmen, obwohl die ziemlich groß ist. Aber gut, macht ja erstmal nichts. So. Und dann machen wir hier ein richtig cooles, großes Badezimmer. Sieht mega aus. Dankeschön. Elli, ich grüße dich. Hallo, Pasqui. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Okay. Was ist das? Geh weg. So, hier würde ich natürlich wieder Fliesen nehmen. Nehmen wir mal die. Weil wir wollen ja richtig mediterran bauen. Also richtig alt, mediterran. Und es ist so ein ganz spezieller Stil, finde ich. Der ist richtig toll. Gut. Und dazu nehmen wir, die sind zu modern.
Die passen auch nicht. Haben wir hier irgendwas Cooles? Das würde gehen. Nee, das ist doof. Das sind die passenden, aber das ist ein bisschen too much. Das haben wir im Wohnzimmer. Gibt es die noch in irgendeiner anderen Farbe? Oh, nee. Oh, lass mal gut sein. Also das hat mir bald am besten gefallen. Das hier. Nehmen wir das. So ein riesengroßes Badezimmer. Wer soll da baden? Oh, hallo, ich bin ich. Wie groß ist das Grundstück, auf dem du baust? Ich glaube 50 mal 50. Wir gucken mal. Hier sehe ich das, glaube ich. 50 mal 50, genau. Wie entscheidest du den Raum, den wir machen sollen? Welcher soll das sein? Müssen wir mal gucken. Also, denn erstmal bauen wir so ein bisschen grundlegende Sachen rein, wie also Küche, Wohnzimmer, das haben wir ja jetzt schon. Vielleicht noch 1, 2 Schlafzimmer und 1, 2, 3 Bäder. Und dann gucken wir mal, was noch so übrig bleibt. Tintin, hi! Und dann gucken wir mal. Ja, also das wird, denke ich mal, so ein bisschen auch spontan werden, was ihr so für einen Raum bekommen werdet. So, also da kommen wir rein. Dann machen wir mal hier die Dingsbums. Machst du noch einen Pool? Leonie, wir haben schon einen. Guck mal, da. Da draußen ist der. Wir könnten natürlich auch noch einen Indoor-Pool machen, dass wir dann zum Beispiel hier innen nochmal eine Chill-Out-Area haben. Oder hier zum Beispiel. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Einfach nochmal ein... Ja, voll groß, ich weiß. Einfach nochmal so ein Pool-In. Mit Whirlpool. Das wird voll cool. Pflanzen und Vasen im Badezimmer. Na, das sowieso. Machen wir einfach mal Theken. Da muss ich jetzt mal schauen, welche wir nehmen. Und welche es genau hier gibt. Weiß gefällt mir schon ganz gut. Ich weiß aber ganz genau, dass es so eine abgerundeten gibt. So hier, sowas hier. Die hätte ich gern allerdings nicht so modern. Oder sind das die Inseltheken davon? Oh, ich weiß es nicht. Die sind normal. Und die? Das sind die abgerundeten. Alles klar, da sind das die Inseltheken. So. So. Massagetisch und Sauna. Das können wir alles machen, dass wir meinetwegen hier nochmal so einen großen Poolraum haben und daneben einfach mal so ein bisschen einen Wellnessbereich. Das ist eine richtig gute Idee, weil wir haben wirklich noch so viele Räume, wo wir noch nicht so richtig wissen, was machen wir denn da überhaupt rein. Da, ja, machen wir das. So. Dann hätten wir hier erstmal... Das Waschbecken brauchen wir noch. Das ist zu modern. Das ist gut. Einen Spiegel. Die Putzfrau wird sich freuen, auf jeden Fall. Bilder, jawohl. Veronika, wir machen aber wieder erstmal das ganze einfache Zeug rein. Das Wichtigste. Wanne, Dusche. Alles, was so dazugehört. Und danach die Deko. Die Deko immer zum Schluss. Ich bin auch bei der Küche. Stimmt, Cookie, du wolltest danach bauen. Hast du denn Erfolg? Das würde mich schon echt mal interessieren. Machen wir mal. Cookie Monster, hast du Instagram? Das ist natürlich auch genial. Wenn wir das einfach daneben nochmal machen, so hier. Das ist irgendwie lustig. So. Okay, du kannst mir ja mal per Instagram ein Bild schicken, wie du das geschafft hast, bis jetzt nachzubauen. Das würde mich interessieren.
ob du das auch so hinkriegst. Das ist too much. Das ist auch nicht das Richtige. Warte mal, die Dinger gibt es, die in weiß? Ja. Noch was anderes? So hier. Das ist echt leider nicht ganz die Farbe wie unsere Theke. Ah, das wäre echt cool. So, okay. Hallo Puppe. Josie, ich grüße dich und Cookie Monster möchte auch gegrüßt werden. Okay, ich grüße dich. Okay, dann würde ich nochmal die Oberschränke dazu holen, die passenden. Das sind diese hier. Da einer hin. Da einer hin. Und was sehen wir? Es ist nicht mittig. Okay, so. So, so, so. Okay, 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 okay. Es kann eigentlich noch ein bisschen runter. So. Nee, ich glaube, davor war es besser. Ja, definitiv. Okay. So. Den Joker, den du trägst, habe ich auch. Was für ein Joker? Was für ein Joker? Okay. Wirst du denn Locken gemacht? Mit dem Lockenstab. Ganz einfach. Mit dem Lockenstab. Okay, so. Was gibt es denn für Wannen? Wie verloren die einfach mal aussehen. Boah. Wisst ihr was? Ich bin ja echt dafür, hier drinnen sogar einen Whirlpool hinzustellen. Aber nee, den heben wir uns für drüben auf. So, so eine Eckbadewanne passt hier leider auch nicht. Wie machen wir denn das jetzt? Wartet mal, wir müssen einfach mal noch... Ich habe eine Idee. So, Violett, ich grüße dich. Ich habe eine Idee. Machen wir das Ganze hier nochmal. Ne, nehmen wir die. Okay. So, dann die unteren Theken. Genau. Und dann könnten wir eigentlich nochmal hier Holzboden oder sowas holen. Für unter der Wanne. Ach so. Ja, das ist cool. Hallo Deborah. Hallo Christina. Und so, wer ist noch dazu gekommen? Vielleicht mit Halbwänden. Ich habe da schon so ein bisschen eine Idee. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Oh ja, ich hätte schon gern so eine epische... Oh mein Gott, kann die nicht einfach mal ein bisschen größer sein? Kann die nicht einfach mal ein bisschen größer sein, diese Wanne? Jetzt mal ernsthaft. So. Ja.
Wenn ich Superkräfte hätte, welche wären es? Schwierig. Superkräfte. Wissen, was die anderen denken. Das ist eine coole. Das ist eine, was Cooles, denke ich. Oder. Was gibt's denn noch so? Teleportieren, definitiv. Hallo, Linas Welt. Was haben wir denn noch für Holz? Vielleicht weiß irgendwie? Machen wir das mal die ganze Breite. Genau. So, hallo Mini MSP. Schön, dass du da bist. Machen wir mal noch eins länger. Ja, ach, passt auch. Und natürlich darf die Kante wieder nicht fehlen. Die berühmt-berüchtigte Kante. Um das Ganze abzurunden. So, dann hätten wir auf jeden Fall nochmal die Farbe von der Seite hier so ein bisschen aufgegriffen. Und das macht das Ganze wieder echt cool, dass es passt. Ja, sehr schön. Da kann hier nochmal ein großer Spiegel rein. So, hallo Katharina. Das machen wir. Da gibt es doch diese, genau. Einer, Viere oder Fünf, egal. Hauptsache, sieht cool aus. So. Auf zur Deko. Denn ich möchte gerne diese komischen Schränke. Wo sind denn die? Hier. Ja. Sehr schön. Okay. Und dann holen wir die Toilette. Mach lieber Teppich statt Holzboden. Ich finde das eigentlich ganz gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Okay, Toilette. Oh, hier ist eine richtig coole, epische. Oh ja. Oh ja. Okay, Teppich. Wir machen hier davor auf jeden Fall noch einen Teppich. Und ja. Oh, wie viel Platz hier ist. Es ist echt unerträglich. Für mich. So, dann haben wir hier den. Der ist ganz cool. Der passt sogar. Den können wir dann zum Beispiel auch nochmal neben die Wanne tun. Nee, wartet mal, da gibt es den kleineren auch noch. Das sieht dann so aus wie so ein Vorleger. So. Ein bisschen zurück noch. Speichern! Ja! Gute Idee, sehr gute Idee. Wir speichern. Wäre ich dazu Besuch, würde ich erschlagen werden von dem Bad. Auf jeden Fall. So. Unlogisch, dass der Teppich unter der Toilette ist. Aber gut, okay. Oder haben wir einfach so einen typischen Vorleger, der dazu passt, in Grau? Ja, der ist cool. Wisst ihr was? Dann nehmen wir doch den hier lieber auch noch. So, den dahin. Und nochmal dahin. Oh ja, das ist definitiv besser. So. Okay. Finca. Was ist eine Finca? Eine Finca ist ein Bauwerk im mediterranen Baustil, wie sie, wie es auf Mallorca ist, zum Beispiel.
Man sieht alles irgendwie von oben. Man sollte sich mal mehr auf den Gedanken über die normale Perspektive machen. Inwiefern meinst du das? Eher so hier schauen? Warte mal, können wir das? Können wir so gucken? Ja, so können wir gucken. Oh Gott. Okay, alles klar. Hallo Merle. So, vielleicht noch eine Dusche. Ich habe gerade schon überlegt, wo man die noch hinstellen könnte. Da finden wir schon noch einen Platz. Die quetschen wir da schon noch irgendwie rein, als hätten wir so wenig Platz. Die ist cool. Die passt. Zack. Okay. Wie verloren das hier einfach mal alles ist. Okay. Hallo Unicorn Power. Hallo Amy Sonne. So. Gut, wir haben ja noch genügend Bartdeko. Da kriegen wir das auch noch hin. Warte mal, die Dinger. Was haben wir denn da für Farben? Das ist ganz cool. So. Hier auch noch mal. Und so. Mach doch noch ein zweites Waschbecken hin. Dann haben wir das Problem, dass die nicht mittig sind. Weißt du, was ich meine? Deswegen würde ich das schon gern erstmal so lassen. So, aber wir haben ja noch keine Deko. Ohne Deko ist sowieso alles doof. Ihr wisst ja, wie es ist. Und von daher immer mit der Ruhe. So, also. Wäschekorb, ja, machen wir. Hallo Laura, Ferdinand, Fernandez. So. Oh. So. Deko macht das Leben schön. So, was haben wir da für Farben? Wow, da haben wir echt viele Farben von. Ah, die ist die beste, glaube ich. Ich mache das so gerne so, ich weiß nicht warum. Nochmal. So, hallo, hallo Panda. Hallo Yvonne R. So, wie du es schaffst, einen Riesenraum aufzufüllen, ohne dass es im Nachhinein verloren oder doof aussieht. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das manchmal hinkriege, ganz ehrlich. Das ist manchmal schon eine echt große Kunst, das muss ich dazu sagen. Und auch schwierig, natürlich. Selbst für mich. Okay. Hier kommen definitiv Kerzen hin. Hier fehlen noch normale Handtücher.
So, hi Mermer, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Hallo Marcel. Mach doch nix. Oh, Veronika hat ihre Bar noch nicht vergessen. Okay. Was stellen wir denn noch hier rein? Der kann auch noch rein. Dahin. Und die haben wir auch noch nicht. So. Und dann haben wir es so halbwegs geschafft. So ganz halbwegs. Dann könnten wir hier definitiv. Ich weiß noch was. Hallo Leni. Hashtag Pflanzen. Ja, genau. Grünzeug. Kommt alles noch. Ich suche noch die Trennwände. Ja, genau. Sowas hier zum Beispiel. Die hier. Der ist schon ganz cool. Der ist besser. Haben wir schon wieder so viel Auswahl? Nehmen wir den, der ist cool. Okay. Das möchte ich gerne hier so ein bisschen hinstellen. Nee, das ist doof. Oder da? Nee, das ist auch doof. Wir lassen es weg. So, sieht bis jetzt gut aus. Okay, das ist sehr schön. Können wir gleich wieder, muss essen. Oh, muss ich dann auch noch. Krankenhaustrennwand, ja, genau. So, das habe ich das letzte Mal noch gesucht. Wartet mal. Das habe ich das letzte Mal noch gesucht. Wo sind sie denn? Die Gewürze. Ja. Die müssen definitiv noch in die Küche. Okay. Dann haben wir ja hier genau so eine. Ach, das passt wieder nicht. Wartet mal. Obwohl, ist ja eigentlich egal, oder? Klar, passt hin damit. So, manchmal fallen mir nämlich über Nacht noch Dinge ein, wo ich dann im Stream nicht drauf komme. So. Veronika. Ja, die Bar kommt noch. Wir noch irgendwas, was passen könnte? Das hier wäre natürlich auch cool. Das ist besser. Schaut mal. Definitiv, oder? Das ist cool. Ja, das können wir lassen. Dann machen wir einfach noch Blümchen daneben. Okay. Hi, Lucendo. Schön, dass du da bist. Und dann sieht das Ganze doch schon etwas besser aus. Die haben wir auch noch nicht genommen. Wobei das eigentlich so typisch ist. Kommt die mal dahin. Okay, ich würde sagen, ich bin ganz zufrieden. Wir können noch ein paar Handtücher aufstellen. Und dann. Hallo, Alena! Okay. Wanddeko, da haben wir auch noch coole Sachen.
Das ist natürlich auch genial. So. Okay. Bademäntel. Du liest. Oh, tut mir leid. Natürlich, ich grüße dich und die Anna auch. Tut mir leid, also wenn ich euch nicht antworte, dann kann es sein, dass ich es einfach nicht gesehen habe. Also das ist nicht mit irgendwie jemanden ignorieren oder so, nein. Ich sehe es dann einfach nicht. Okay, das passt. Und Handtücher, genau. Handtücher wollten wir noch. Die hier zum Beispiel, genau. Das passt auch schon. Nee. Okay, lassen wir es einfach so. Es ist halt ein bisschen unordentlich, aber gut, egal. Ein Seifenspender, der kann auch noch hin. Und dann würde ich das einfach so lassen. Ja, auf jeden Fall. Lassen wir so. So, Bademäntel. Da hängen wir noch einen hin. Machen wir dahin. Gut. Okay. Skulpturen. Die können wir dann auch noch machen. Mehr. Kerl fragt, ob ich sie noch kenne. Ja, natürlich. Die meisten von euch, die wirklich regelmäßig da sind, die kenne ich natürlich. Also jetzt nicht so vom Namen her, aber wie ihr jetzt heißt. Okay, sehr schön. Ein riesengroßes Bad. Haben wir auch noch dekoriert bekommen. Dann würde ich das Tatsache so machen, dass wir hier vielleicht nochmal so einen großen Wellness-Bereich machen. Und mit einem Indoor-Pool. Genau, so machen wir das. So, jetzt überlege ich gerade, wie wir das machen mit dem Pool. Ob das auf dem Fundament geht, das weiß ich nämlich gerade auch nicht. Glück gehabt. So, hier gefällt er mir zum Beispiel nicht. Machen wir den mal. Dankeschön, Spiel. Kannst du bitte einfach mal die Säulen und alles dort lassen? Machen wir den einfach mal hier hin. Genau, okay. Eins noch. Ein Partyraum, coole Idee. Kommt auf jeden Fall noch. So, hast du Fitness-Accessoires? Ja, natürlich. Machen wir Glitzerwasser. Und hier möchte ich natürlich auch gern Fliesen. Die sind cool. So, Laura ist da. Hi. Lulu ist auch da. Ich grüße dich. Nee, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Warte mal, habe ich die falsche Taste gedrückt? Abgerundet wäre natürlich auch nicht schlecht. Na gut, egal.
So. Ach, da sind gar keine Lampen. Oh mein Gott. Okay. Hier können wir definitiv noch sowas machen. Und dann noch so ein Blubberding. Blubberblasen und Dampf. So. Draußen auch nochmal das Ganze. Da gehen zwei. Und draußen können wir dann eine Schildkröte machen. Oder sowas. Ne, das ist mir bald ein bisschen zu modern. Der Jumbo-Blasenmacher, die sind natürlich auch cool. Wie sieht denn das live aus? Mhm. So, Virginia. Hi, schön, dass du da bist. Du bist gerade gekommen. Sehr cool. Genau. Honey's Word. Aufgeplatzte Fellkapsel. Ja, ich glaube, das vergesse ich auch nicht. Das mit der aufgeplatzten Fellkapsel. So, was haben wir denn hier? Machen wir das. Genau, das passt. Und dann... Schade, dass hier das Fenster ist. Das ist echt ein bisschen schade. Das gefällt mir leider nicht so. Hallo, Love. Ich weiß, ich habe den Namen jetzt ein bisschen abgekürzt. Ich hoffe, dich stört das nicht. Gut. So. Hallo Puppe, ich habe dich doch auch schon begrüßt. Da hast du was verpasst. Okay, außen auch. So. Und einmal noch. Gut. Wie sieht denn das jetzt im Dunkeln aus? An den Wänden fehlt noch. Danke, Lena. So. Hallo, Fine Maus. Wir können ja auch noch mal so solche hier nehmen. Genau, machen wir. Okay. Hier waren sie zwischendrin. Ich glaube, das reicht als Pool, Poollicht aus. So, dann werden wir auf jeden Fall noch den Turm aufstellen. Da brauchen wir mal wieder Licht dazu. Kein dunklen. Das ist mies. Schade. Aber der. Der ist gut. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir das aber eher mal so. Machen wir zwei Leitern.
und das dahin. So, wann kommt wieder die 100 Baby Challenge? Die kam ja morgen. Ich habe heute schon aufgenommen. Genau, ich habe 3 Parts fertig. Für 2 von der 100 Baby, oder was habe ich denn fertig? Ich kann jetzt nicht nachgucken. Auf jeden Fall ist die 100 Baby Challenge dabei. So. Und den auch nochmal in Dunkel. Gut. Ich hoffe, die Sims kommen da jetzt noch durch, aber ich denke schon. Das können wir mal austesten. Wir sind ja im Live-Modus. Wir haben den ja zur Verfügung. In den Pool springen. Arschbombe! Los! So. Au! Funktioniert. Sehr schön. Okay. Also machen wir drinnen weiter. Da nehmen wir auch wieder irgendwas mit Fliesen. Au, Augenkrebs. Das ist zu ordentlich. Ja. Au. Ah, nee, 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 nee. Das ist gut. Das ist auch gut. Nehmen wir das, das ist okay. Dann kommt hier nochmal der Whirlpool hin. Ja. Können wir es nochmal genauso machen wie hier draußen? Holen wir nochmal die Dinger. Und suchen mal eine passende Farbe. Die hier. Gut. So, was ist mein Lieblingstier? Ich bin Team Katze. Hallo Vanessa. Ich bin definitiv Team Katze. So. Beleuchtung. Okay, jetzt müssen wir nach oben. Ich glaube, das reicht. Nee, es reicht nicht. Okay. So. Holen wir hier nochmal Holz. Hey Danilo. Handtücher. Veronika, wie gesagt, erst das grundlegende Zeug rein und dann die Deko. Dann erst die Deko. Gut.
Ja, das Blöde an der Sache ist jetzt natürlich, es ist wieder nicht mittig. So geht's, so fällt es nicht so auf. Okay. So, hast du Haustiere? Ja, ich habe zwei Katzen und eine kleine. Hallo Heli. Okay. Oder machen wir einfach hier komplett. Das geht natürlich auch. Nee, das sieht doof aus. Was haben wir denn noch so für Farbe? Oh, na, die passt doch besser. Die passt definitiv besser. Ja, auf jeden Fall. So. Okay. Hätten wir hier noch was anderes? Machen wir mal die. Oder die? Machen wir die. Ja, die. Nee, ich glaube, die sind gut. So, was für ein Zimmer soll das werden? Ein Indoor-Pool mit einem, ja, Wellnessbereich. Allerdings, ich bin mit dem Boden echt noch nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir ändern das dann noch mal. Der Boden gefällt mir noch nicht. Ich würde aber gern bei Fliesen bleiben. Hallo Marlenchen. So. Gut. Ich würde trotzdem gern bei Fliesen bleiben. Na, das ist doch definitiv besser, oder? Oder vielleicht direkt so ein Mosaik. Das sieht auch gut aus. Machen wir das Mosaik, genau. Und dann können wir hier zum Beispiel in die Ecke, das wird ja die Wellness-Ecke, da können wir noch diese Blume reinmachen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir denke. Ich glaube nämlich nicht. Wir haben nämlich nur die Ecken und dann nur das hier. Wir haben keine solchen Striche. Und das geht dann natürlich auch wieder nicht mittig. Ach, blöd. Und wenn wir das einfach so in die Ecken machen. Nee, das ist auch nicht so schön. Aber der Boden passt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Okay. Der Boden ist Lava. Na gut, dass ich oben sitze. Gut, dass ich sowieso schon oben sitze. Ich berühre den Boden nicht. The floor is lava. Wo ist er denn? Da, okay. So. Da passt dann wieder der besser, auf jeden Fall. Was haben wir hier noch für Farben? Jetzt wird ein Schuh draus. So. Hallo Cookie. Jetzt machen wir was draus. Auf jeden Fall.
dreimal besser als vorher, auf jeden Fall. So, hier, das guckt noch rein. Und wir speichern mal. So. Machen wir hier nochmal so Säulen. Damit arbeite ich echt gerne in diesem Haus. So. So, hallo Luana. Das wird, glaube ich, zu hoch. Auf jeden Fall. Also nehmen wir wieder die. So. Und so. So. Okay, was machen wir jetzt? Gucken wir erstmal, ob das oben durchguckt. Nee, alles gut. Sehen wir das? Ich würde das gern sehen, wie weit das oben an die Decke geht. Wow, es passt. Da habe ich ja mal echt ein gutes Augenmaß gehabt. Okay. Gut. Warum so oft speichern? Gestern ist mein Spiel abgestürzt. Und ich weiß ja nicht, ob das heute wieder passiert. Deswegen lieber einmal mehr speichern als zu wenig. Gerade bei diesem Bauwerk hier. Auf jeden Fall. Okay. Wo sind denn... Ach hier, genau, das waren die. Wir nehmen die einfachen grünen. So. Irgendwas höre ich hier die ganze Zeit. Moment. Ah, alles klar, mein Handy ist nicht ganz leise. Jetzt verstehe ich das. So. Schade, dass man die nicht an der Wand machen kann. Genau so. Das ist verdammt schade. Der Lüfter ist ein bisschen unschön. So. Hallo, Pfeffi. Ein Partyraum. Veronika, alles zu seiner Zeit. Wir sind ja nun erstmal hier in dieser Wellness-Dingsbums. Der Partyraum kommt noch. Ein breiter Spiegel wäre echt cool. Allerdings, da habe ich gar nicht sowas, was ich gern hätte. Nee. Schon wieder der? Nee, das ist auch doof. Gucken wir mal bei der Beleuchtung, was wir da so finden. So. Massagetisch. Kommt noch. Kommt noch, kommt noch. Was haben wir denn bei der Beleuchtung Schönes? Hm. Oh. Oh ja, sehr cool. Das ist verdammt nochmal sehr cool.
So, Sauna auf jeden Fall. Schaut mal, haben wir nicht hier genug Platz für die Sauna? Würde das gehen? Ich muss mal eben gucken. Das würde sich hier auf jeden Fall richtig gut anbieten. Aktivitäten, Fähigkeiten. Wellness, Freizeit, da haben wir sie. Ey, cool. Sauna. Sauna. Gut. Jetzt brauchen wir nur eine Wanddeko. Hallo, Hanna. Okay. Was war das? Ich darf nicht gegen das Knöpfchen kommen, dann ist der Ton weg. Machen wir das ist gut. Das ist ein bisschen besser. Fehlt nur noch eine Tür. Schlammbäder, das gibt es doch gar nicht. Wir können da leider nur das einbauen, was wir auch wirklich zur Verfügung haben. So. Ja, nehmen wir die. Unlogisch, so eine Tür da reinzubauen. Was haben wir noch? Na gut, nehmen wir die. So, dann hätten wir eine Sauna. Speichern. Kannst was trinken. Ach so, alles klar, ja. Stimmt, im Wellness Center gibt es das. Da hast du recht. Wisst ihr, was ich mir hier echt gut vorstellen könnte? Wartet mal. Dass man hier vielleicht in die Sauna gucken kann. Sowas hier. Das ist irgendwie lustig. So. Doch, von Zeit für Freunde bei der Poolfarbe. Ja, das geht auch. Hallo, Simone. Okay. Beleuchtung. Wandleuchten. Dann machen wir mal irgendeine Saunabeleuchtung da rein. Das hier ist ganz gut. Machen wir zwei davon und dann passt das schon. So. Wartet mal, da gibt es noch diese Fußmatten. Wo sind denn die? Ich glaube bei Teppiche. So. Genau. Halt, eins zu wenig. Okay. So, das passt. Vorhänge fehlen auch noch.
Machen wir mal die Vorhänge jetzt. Ach, ja. Wie lange geht der Stream? So lange, bis ich die F9-Taste drücke. Okay. Die passen schon, die Vorhänge, aber wir gucken nochmal. Ach, wir nehmen die. Ich mag die irgendwie am liebsten hier. Gut, dann können wir... Warte mal, was haben wir denn noch? Wir haben doch noch die Zäune. Hi Dragon King. Wir haben doch noch diese Zäune. Die hier, genau. Würde das aussehen? Ja, das ist cool. Das ist irgendwie voll cool. So, dann hätte ich gern nochmal diese Balken. Ich hoffe, das funktioniert. Okay. Und dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine andere Farbe. Hier können wir ja richtig Fliesen dahinter machen. Okay, das ist zu viel. Ist auch nicht das Richtige. So, bitte, schreibt mal nicht, also nicht so viel hintereinander, weil ich lese hier gerade nur von Veronika und von der Simone und andere, die wahrscheinlich schon darauf warten, dass ich ihre Nachricht vorlese, da habe ich vielleicht schon was verpasst dadurch. Also bitte schreibt, also spammt mal bitte nicht. Das wäre sehr freundlich von euch. Oder das? So. Oder sowas. Das würde auch gehen. Nehmen wir lieber das. Das sieht besser aus. Auf jeden Fall. So. Hallo, Jerome. So. Wartet mal ganz kurz, ich muss mal den Chat gucken, was hier los ist. Okay, Tintin, passt auf. Puh. Also, benehmt euch bitte im Chat. Ich weiß jetzt wieder nicht, von wem genau das auskam. Aber Tintin hat ein Auge drauf. Und wer nicht, wer irgendwas Gemeines schreibt oder nicht das Richtige sagt, der wird dann des Chats verbannt, okay? So. Hier könnte jetzt zum Beispiel auch wieder sowas passen. Vielleicht ein bisschen größer, geht das? Was haben wir denn da noch für Topfarben? Super. So blöd wie die Idee ist, so cool ist sie aber auch. Zur Not könnte man natürlich auch noch so eine Vase holen, um das unten noch richtig zu machen. So, genau. Sowas hier zum Beispiel.
Jawohl. Ey, das ist cool. Dann müssten wir allerdings die Pflanze darin noch ein bisschen nach oben verschieben. So. Hoppala. Damit es nach was aussieht. Das Ganze noch ein bisschen nach vorn. Jetzt müsste das passen. Jetzt passt das. So. Und dann das gleiche nochmal hier. Einfach mal zwei, drei Dinge nach oben. Die Farbe gefällt mir hier hinten immer noch nicht so richtig. Ich weiß nicht. Nee, grau würde in dem Fall auch nicht passen. Das geht. Machen wir das so. Das ist besser. Auf jeden Fall. So. Hallo Anja! Kannst du das Fenster in der Sauna verschieben? Wir können es noch ein bisschen runternehmen. Oder? Ja, okay, geht. So. Ja, ich glaube, es ist besser. Da hast du recht. Ich überlege gerade, oder machen wir komplett die Wandfarbe so? Nee, ich glaube, komplett wird ein bisschen zu viel, oder? Was meint ihr, wird komplett zu viel? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Was hätten wir denn sonst noch so für Farben? Wo haben wir es denn? Vielleicht? Eher so hier. Dass wir das hier nochmal so weitermachen. So. Ist auch eine coole Farbe. Das sieht auch gut aus. Das gefällt mir sogar noch besser. Okay, machen wir das so. Ja, machen wir das so. Ja, das ist gut. So, okay. Deko Pflanzen. Das muss noch mal hoch. Okay. Und dann könnten wir hier hinten in die Ecken, da haben wir ja diese großen Topfpflanzen, genau sowas. Sowas. Ups, könnten wir da hinstellen. Sie hier zum Beispiel. Und die oder die, die passt auch super gut. Und dann kommt der lang ersehnte Massagetisch und die andere Stuhl. Das andere Wellness-Zeugs. Ah, wo ist denn das dabei? Das? Farbe passen wir gleich noch an. Jetzt. Und das. Oh. Der ist ja so groß. Okay, dann müssen wir das anders machen.
Dann müssen wir das anders machen. Dann muss der dahin und das dahin. Zum Beispiel. Oder den könnten wir auch dahin machen. Supi. Kennst du Fidget Spinner? Ja, natürlich, aber... Ich sag mal so, wenn man die Dinger jeden Tag um die Ohren hat, irgendwie... Wenn man nur davon hört, irgendwann wären die Dinger einfach echt zu viel. So, ach, machen wir das. Hier haben wir das schon. Haben wir irgendwie... ne, die sind alle sehr groß, die Palmen. Schade. Die hier? Die würde gehen. Die ist cool. Okay, machen wir das? Ich weiß, es funktioniert jetzt so nicht. Deswegen kommt die Palme natürlich in einen Topf. Der ist ein bisschen klein. Macht nichts. Es kann noch ein bisschen rücken. Ne, das passt nicht. Alles klar, dann bleibt es so. Obwohl, wir können den Topf ja auch vergrößern. Aber ich glaube, dann kommen die Sims nicht mehr ran. Ich weiß es nicht. Okay, dann behält die Palme halt ihren kleinen Topf. So. So, was ist mit Speichern? Wir haben ja erst so gut wie erst gespeichert. Aber wir werden das gleich nochmal tun. Okay, es fehlt noch ein bisschen Beleuchtung. Hallo Sissi. Schön, dass du da bist. So. Okay, hier machen wir die. Ich glaube, an der anderen Seite hatten wir schon welche. Genau, da brauchen wir keine mehr. Und machen wir hier einfach nochmal ein paar modernere. Okay, ich würde das auch mittlerweile so lassen. Hier würde ich gar nicht mehr so viel hinstellen. Doch, hier vielleicht noch ein bisschen. Wartet mal, wir haben doch immer in der Küche, nee, haben wir nicht mehr. Da haben wir... Ich würde über den Pool den Vorhang wegmachen. Naja, ich muss sagen, es sieht mit ein bisschen besser aus. Wir können ihn ja noch ein bisschen höher nehmen. So, dann hängt er nicht im Wasser. Okay. Wir haben ja aus Vintage Glamour diese Theken. Diese Beistelltische, da würde ich die gerne noch mal neben die Tür hier stellen. So, wo sind sie denn? Das würde natürlich auch super gehen. Ach, da gefallen mir die Farben im Moment aber nicht. Und auch so das Thema. Nee, der nicht. Machen wir den dunklen. Gut. Was haben wir hier? Keine passenden Farben, okay. Machen wir die. Die sind cool.
So, okay, dabei würde ich es auch belassen jetzt hier. Wir speichern noch mal. Und ja, das gefällt mir ganz gut. Der Wellnessbereich, den können wir, ja, den können wir so lassen, auf jeden Fall. Höchstens ein Radio könnten wir noch reinmachen. Das können wir noch machen. Dass wir im Wellnessbereich auch ein bisschen Musik haben. Das Problem ist, wenn wir das da draufstellen, darf das Radio nicht kaputt gehen. Haben wir sonst noch einen Beistelltisch? Nö. Dann lassen wir es. Oder wir nehmen Wandlautsprecher. Outdoor. Nehmen wir die. Na schaut mal, guckt mal, das ist doch cool. Hallo Luisa. Bitte schreib doch nicht fünfmal. Einmal reicht. Höchstwahrscheinlich sehe ich es trotzdem. Gut, wo könnten wir denn noch welche verstecken? Ach, wir lassen es. Zwei reichen. So, okay. Dann wird hier drüben, so wie es aussieht, der Partyraum. Warte mal, hier kommen noch ordentliche Lampen hin. Wobei, die finde ich hier eigentlich schon ganz gut. Das weg. Zwei reichen. Ja, das können wir lassen. Jetzt hier noch richtige Lampen rein. Und dann sind wir hier auch fertig. Oh wow, es ist so schön. So. Woher bekommt man diese Lampen, die wie der Sims-Stein aussehen? Ach so, die bekommt ihr, wenn ihr Sims 3 Erweiterungen installiert habt. Also mit Sims 3 sozusagen. Der hier drüber ist cool. Hier können wir den auch nochmal aufhängen. Und dann machen wir hier nochmal die kleinen Spots hin. So. So. Okay, noch ein bisschen ordnen, sortieren. Eins zurück. Gut, jetzt dürfte das hinhauen. Okay, fertig! Wieder einen Raum geschafft. Ah, den Beistelltisch in Pink, um einen Akzent zu setzen. Das würde dann ganz schön auffallen. Das wäre dann mehr wie ein Akzent. Definitiv. Okay, hier ist mir noch ein bisschen leer. Wisst ihr was? Wir haben doch hier noch Wanddeko. Oder ist das auch unter Beleuchtung? Ich bin mir nicht sicher. Nee, dann ist es unter Deko. Deko, Wanddeko. Ach ja, und die Bademäntel und die Handtücher noch. Genau, da war ja was. Da, das da suche ich. Das habe ich gesucht, genau. Machen wir das, das ist ganz cool. Okay, so. Ich würde aber sagen, zwei davon reichen. Ja, definitiv. Machen wir daneben direkt die Handtücher. Hallo Lothar. Machen wir daneben direkt die Bademäntel oder Handtücher. Machen wir beides.
Können wir die nochmal machen? Machen wir einfach nur hängende. Ich glaube, das ist am besten. So. So. Aber streng genommen würde hier eigentlich noch die Dusche fehlen, oder? So ganz streng genommen. Können wir die Wellness-Tag-Dusche hier noch hinstellen? Geht das? Könnte man die... Stellen wir die mal dahin. Und machen wir hier hinten die in die Ecke die Wellness-Tag-Dusche. Die geht ja. Da. So, Wellness-Tag. Wo haben wir sie denn? Da. Diese hier. Die gute Dusche. Okay. Dann würde ich das aber trotzdem vielleicht wegmachen. Es ist zu viel. Okay. So. Also, streng genommen müsste doch die Dusche stehen. Und dann... Wellnessbilder. Oh je, Wellnessbilder. Gibt es die? Ich gucke mal, was ich so finde. Wellnessbilder. Ich wüsste jetzt im ersten Moment gar nicht, welche du meinst. Nee, weiß ich nicht. Tut mir leid, nee, weiß ich jetzt nicht. Wir lassen das so. Ach, Veronika. Alles mit seiner Zeit. Immer mit der Ruhe. Die Bar kommt noch. Der Partyraum kommt auch noch. Wir hatten ja schon gesagt, dass hier drüben der Partyraum werden könnte. Und wenn du, wie du siehst, ist ja das ja fast der letzte Raum, der hier noch gestaltet werden kann. Und deswegen müsste der ja bald kommen, oder? So, hallo Paul Leo. Genau. Ich weiß nicht, was könnte man... Hier haben wir ja, so Wellness. Da könnte man hier ja Fitness reinmachen. Wellness, Fitness, Sauna, das ist alles auf einer Seite. Und dann könnte hier der Partyraum rein. Und hier oben könnte man dann 2, 3 Schlafzimmer. Wartet mal. Ich muss mal eben was gucken. Genau. Genau, genau. Supi, da hätten wir die Aufteilung hier auch schon. Komm schon, mach mit Spiel. Dann hätten wir die Aufteilung hier auch schon. Und einen von den Räumen bekommt ihr dann. So machen wir das. So machen wir das. Gut. Nee, das ist ein bisschen zu flach. Das ist doof.
Das ändern wir nochmal. Okay. Also. Wie machen wir? Ich würde sagen, wir machen erstmal hier weiter. Um die Veronika zu ärgern. Entschuldigung. Also, der Fitnessraum. Hier könnten wir definitiv Holz nehmen. Warte mal, ist das dasselbe? Das finde ich aber gut. Und alle werden sich jetzt so denken, boah, nee, warum tut sie das? Nee, das finde ich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist doch alles gut. So. Wird die Finca heute fertig? Nee, das denke ich nicht. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Stream. Da fehlt noch ein bisschen was an Zeit. Halt, Wand fehlt noch. Was haben wir denn da? Tapete. Was ist das? Ilk. Wirk. Oh Gott, ich muss niesen. Oh Gott. Nee, doch nicht. Gut. Erledigt. So. Irgendwie sowas. Gab es auch mal irgendwie noch in einer anderen Form. Sowas hier, genau. Sowas habe ich jetzt gesucht. Aber nee, das ist noch nicht das Richtige. So. Kannst du mal wieder einen Livestream machen über Elternfreuden? Elternfreuden ist ja jetzt eigentlich schon durch. Nee, das haben wir ja schon. Was haben wir hier noch? Ist auch nicht das Richtige, was ich suche. Verkleidung auch nicht. Hier, das habe ich gesucht. Genau. Ew. So. Machen wir das. Nee. Oh. Oder das, das ist gut. Das ist gut, das ist definitiv gut. Niesen. Nee, doch nicht. Gut, ne? So, machen wir wieder unseren Standardvorhang, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie passt er hier zu diesem Stil am besten. Wir können ja mal alle Farben durchprobieren und dann haut das schon hin. So. Kann man eigentlich irgendwelche Videowünsche schreiben? Inwiefern? Mal. Okay. So. Auf jeden Fall kommt hier eine Couch rein. Machen wir die. Machen wir zwei. Mit einem Beistelltisch in der Mitte. So, Veronika, jetzt hör bitte auf. Es wird langsam ein bisschen viel.
Das ist eigentlich sehr schlecht. Gut, das passt super. Gut, was machen wir denn? Hier können wir einen Teppich drunter tun. Welcher passt denn da? Jetzt geht wieder die ewige Suche nach einem Teppich los. Der passt. Super. Sehr schön. Kannst du mal Sims 3 machen? Könnte ich, aber der Großteil von euch ist da leider dagegen. Von daher wird das leider nichts. Also Sims 3 zu streamen. Ich wäre ja voll dafür, aber die meisten von euch leider nicht. So. Hier würde die super gut passen. Die ist neu. Die Lampe. Und ich weiß nicht, wann die kam. Die auf jeden Fall. So, dann machen wir die gleich mal weg. Und nochmal an die Wand ein paar. So, hallo Lisa. Hallo Ole. Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Was könnte denn hier an die Wand passen? Die definitiv wieder, ja. Wir könnten auch mal diese nehmen. Die sind in der Ecke aber ganz schön wuchtig und nicht so schön passend. Deswegen nehmen wir einfach mal wieder die. Oder, ich weiß nicht. Oder die. Ich glaube, die passen wirklich überall am besten. Das ist Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. So. Da können wir ja dann mal die wieder daneben machen. Ja, was denn? Ja, was denn? Komm her. Sina. So, okay. Hallo Lea, habe ich viel verpasst? Eigentlich schon, ja. Hast du einen Zweitkanal? Ja, aber der ist ganz, ganz selten in Verwendung und eigentlich im Moment eher nur Deko. So. Die ist gut. So, Mia, ich grüße dich. Kannst du mal eine Frage ein Frage-Antworten-Video machen? Wäre mega cool. Ich kann ja einfach mal so ohne Spiel online gehen, da können wir das mal machen. Was magst du mehr, Sims 3 oder Sims 4? Das ist eine echt miese Frage, denn beides hat seine Stärken, beides hat seine Schwächen und da kann man sich eigentlich gar nicht wirklich drauf einigen, was dann nun wirklich besser ist. Und das kommt dahin. Was ist dein Lieblingspack? Das ist auch schwierig. Genauso dieselbe Antwort wie bei Sims 3 oder Sims 4. Alles hat Stärken, alles hat Schwächen. Und da könnte ich mich jetzt nicht drauf irgendwie einigen, was ich nun mehr mag oder weniger. Ah, Katze. Puh, meine Güte. Und ja, so ist es. Das würde ich gern hier vors Fenster machen. Da können die Sims beim Joggen rausgucken. So, farblich passt es eigentlich auch schon ganz gut. Ist auch gut. Na, machen wir das. Das fetzt. Nur Titus. Hi, du bist neu. Schön, willkommen auf dem Kanal. So, können wir den auch irgendwie?
Aber den, muss ich ganz ehrlich sagen, den könnten wir definitiv auch draußen hin tun. Irgendwo, wo Platz ist oder wo Platz wäre. Nee. Nee, das passt leider nicht so. Was hätten wir denn da noch für Farben? Wir lassen ihn einfach weg. Wir machen so das Standardzeugs rein. Und damit passt es eigentlich. So, was haben wir hier? Das ist gut. Würde der da hinpassen? Ja, auf jeden Fall. So, wie heißen deine Katzen? Die eine ist die Sina. Das ist sie hier. Ja, das ist die Sina. Und die andere, das ist die Pauline. Die ist aber gerade nicht da. Dann die Sina hat noch ein Baby. Das ist hier. Das ist die kleine Mira. So. Und ja, das war's dann. Mehr habe ich nicht. Reicht ja auch. Nee, bleib mal da. Bleib mal da. Gut, fehlt noch das hier. Genau. So. Hallo Amelie. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch. Wartet mal, ich muss mal hier mein Kabel umbauen, weil die Katzen sitzen sonst drauf. Okay, alles klar. Wie alt ist das Baby? Ist ein Einzelkind und es ist ungefähr 7 Wochen war es, glaube ich, am Wochenende alt. Ja, ich denke, 7 Wochen war es. Okay, so. Hier möchte ich natürlich auch wieder mit Säulen arbeiten. Machen wir das hier mal so. Und mal so. Und hier auch. Und dann können wir ja mal was anderes machen. Dann können wir ja mal irgendwie sowas Steiniges nehmen. Sowas hier. Was haben wir denn da für Farben? Dunkel wäre cool. Ja. Das ist lustig. Da nochmal. Das ist cool. Es hat irgendwas. Ich weiß doch noch nicht was, aber es hat was. Wann denkst du, wann kommen Tiere? Es war die Rede von November. Machen wir da auch nochmal. Und dann hier auch nochmal so. So. Genau, angeblich im Herbst. Wie lange streamst du schon? Wir streamen immer 18 Uhr geht es los. Und dann bis um 8. Naja, meistens ungefähr. Auf jeden Fall bis 8:30. Oftmals sogar noch länger. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. So lange wie ich durchhalte, so lange wie ihr durchhaltet. Ja, ja, mal blöde Farben. Ja, es ist einfach immer ein bisschen unterschiedlich. Okay. Das passt eigentlich, oder? Wir gucken mal noch weiter. Auch nicht so das Richtige. Nee, da war das, glaube ich, das Beste. Aber was könnte man denn da noch hinstellen? Büro, Esszimmer. Eine Kommode würde gehen. Aus welchem Pack ist der Tisch?
Du meinst den großen hier, das ist Elternfreuden. Das ist Elternfreuden. So, eine Kommode kann dahin, definitiv. Sowas hier. Ja, das passt. Das passt, dann kann ein Spiegel dahin oder ein Bild. Ach, ein Bild kommt hier definitiv noch rein. Oder zwei oder drei, mal schauen. So. Das kann dann definitiv irgendwo in den Flur. Oder irgendwo hin, wo wir Platz haben. Wir gucken mal. So, 47 Zuschauer. Wow. Echt? Ich muss auch nochmal gucken. 42 steht bei mir. Aber gut, egal. Okay. So, alles klar. Was machen wir denn jetzt? Das ist cool, das Bild. Das passt. Auf jeden Fall. Und dann haben wir ja noch bei der Deko. Deko, Deko, Deko. Wanddeko. Da haben wir noch, genau, diese Dinger. Die konnte ich ja leider noch nicht wirklich verwenden, diesmal beim Bauen. Dann machen wir die mal dahin. Da daneben. Und dann holen wir nochmal die Lampe. Und dann machen wir die einfach hier in die Mitte rein. Das geht übrigens auch ganz toll mit diesen Blumen. Die passen da auch super rein. So, was? 50? Wirklich? 43. Ich kann nochmal aktualisieren, um zu gucken, dass der Chat nicht hängt oder sowas. Das wäre echt cool zu wissen. 45. Okay, gut, egal. Macht ja nichts. Ist ja egal. Und dann kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Grün rein. Eine Stehlampe noch in die Ecke, das geht immer. Das geht immer, das geht immer. Die ist gut. Und noch ein Blümchen daneben. Deko. Ich rutsche hier immer mehr runter. Das bin ich noch komplett auf. So, oh, jetzt blendet das Fenster. Ich glaub's ja nicht. Okay. Ist normal, dass die Zahl schwankt. Viele kommen, viele gehen. Ja, das stimmt. Hallo, Elli Lu. Kannst du mir das Haus zeigen? Machen wir gleich. Wir gucken nochmal das ganze Haus an. Was würdest du sagen, wenn Sims 5 rauskommen würde? Okay, ich hätte auf jeden Fall sehr, sehr hohe Erwartungen, was das angeht. Und ja, es ist auf jeden Fall... Ich würde mich freuen, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Erwartungen wären sehr, sehr hoch. Okay, was könnte man noch hier reinhängen? Was könnte denn noch passen? Das hier sieht auch sehr gut aus, bei dem Stil. Eine Bar, das kommt bei der Bar, genau. So, okay. Also, wir wollten noch grün. Wir wollten noch grün. Was könnte denn da gut aussehen? Sowas hier. Zu groß? Ah, das ist in Ordnung. Da müssen die Sims beim Sport machen halt nur aufpassen, dass nichts zu Bruch geht. Okay. Was noch? Das ist auch okay. Machen wir schwarz. Zwei Stück. So. Hier fehlt noch irgendwas an der Wand. Wanddeko. Wir haben doch hier noch diese coole Sonne, diese hier. Wo ist denn die?
Das ist natürlich auch richtig genial. Was haben wir noch für Farben? Schwarz, das haben wir noch gar nicht in Schwarz, okay. Zu groß. Passt nicht an die Wand. Da haben wir ein Bild. Da würde das passen. Machen wir eins da. Und machen wir eins da. Okay. Puppe, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Mia, wir haben drei Moderatoren und davon ist jedes Mal mindestens eine online und das reicht erstmal. So. Das hier haben wir hier noch gar nicht. Wartet mal. Das muss auf jeden Fall noch hier hin. Oh ja, definitiv. Wo könnte denn das noch hin? Hier, machen wir da noch eins hin. Okay. Hier würde ich es dann auch dabei belassen. Also vielleicht noch ein bisschen Deko auf dem Tisch. Und mehr würde ich dann gar nicht machen. Nee, wir lassen das so. Noch ein bisschen Deko auf dem Tisch und dann war's das. Grün. Hallo, Mailin! So. Die ist gut. Okay, lassen wir so. Wir speichern. Ich meine für den nächsten Stream, da gilt eigentlich noch genau dasselbe. Es ist immer dasselbe Moderatorenteam. Okay, wir sind unten fast fertig. So, ich wollte das Haus nochmal zeigen. Wartet mal. So, das ist das Haus von außen. Hier haben wir bis jetzt außen die Ecke ein bisschen gestaltet. Hier sind wir aber auch noch nicht fertig. Die Ecke müssen wir noch komplett machen. Und von hinten, da fehlt auch noch irgendwas. Es ist noch ziemlich leer und nackt. Und ja. Und ja, das ist erstmal das Haus von außen. Und wir gucken noch mal von innen rein. Da hätten wir die große, große Küche. Die ist echt ganz gut gelungen. Muss ich mich mal selber loben. Oh Gott, das Eigenlob stinkt. Hier ist der Wohnbereich. Der ist auch echt schön mit dem Kicker und dem Flügel. So, hier haben wir ein riesengroßes Badezimmer. So, dann haben wir den Wellnessbereich. Und den kleinen Fitnessraum. Oder machen wir das nochmal? Ach los, wir stellen das hier hin. Und gut ist. Wie lange zählt das Moderatorenteam? So lange, bis irgendeiner nicht mehr ankommt oder irgendeiner wegfällt, aus welchem Grund auch immer. Also, das ist aber bis jetzt im Moment noch nicht in Sicht, dass irgendwie sowas passiert. Genau. Okay. Hier könnten wir eigentlich noch mal ein bisschen abteilen. So. Dann machen wir noch mal die Tür von hier drüben. Da rein. Dann hätten wir jetzt hier den Partybereich. Veronika, der Partybereich. So, hi Brennfuchs. Und kannst du noch mal die Katze zeigen? Wartet mal. Ja, die liegt eh gerade auf meinem Schoß. Machen wir hier mal ein bisschen größer. Und dann
Kommt hier nochmal die müde Katze. Die kleine müde Katze. Das ist die Sina. Kleine Chillkatze. Okay, so. Machen wir wieder kleiner. Wie spät haben wir es denn? 20.20 Uhr. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen mal 10 Minuten Pause. Ich werde mal ganz kurz was essen gehen. Und dann sehen wir uns 8:30 wieder, okay? So, so machen wir das. Bis gleich.
So, okay. Da sind wir wieder. Trinken muss ich noch mal kurz was. So, geht weiter. Also, wir könnten ja mal irgendwas richtig Cooles machen. So, wir könnten ja mal irgendwas richtig Cooles machen. Ich weiß nur noch nicht was. Ich weiß nur noch nicht was. Mal was ausprobieren. Huiu. das müsste da dabei sein. Nein, natürlich nicht. Da halt, okay. Dann halt hier, dann halt hier. Blasenmacher. Ich hätte natürlich gerne den hier. Dass man den irgendwie in die Mitte vom Raum platziert, Säulen rundrum. Und das ist dann bestimmt richtig cool. Okay. So. Veronika, fang bitte nicht wieder an, gleich zu spammen. Das wäre sehr nett von dir. Und dann schauen wir mal, wie wir das umsetzen können. Ich möchte mal eben noch provisorisch erstmal Stühle rundherum stellen. Irgendwelche. Wieso geht das jetzt nicht? Automatisch. Ist das dasselbe? Nee, das ist auf jeden Fall auch cool. Mal gucken, ob das hier automatisch geht. Ach, ich glaube, wir brauchen andere Stühle, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nö, das müsste eigentlich gehen. Wieso geht das nicht automatisch? So. Wir gucken einfach mal das hier. Das ist die. Okay. Was haben wir da für Farben? Keine. Was passiert, wenn wir da den Stuhl wegnehmen? Und dann... warte mal, der Chat hängt. Der Chat hängt, der Chat hängt. Ich muss reparieren. Lilly, ich grüße dich. So, bleiben die Lampen so? Nein, die Lampen bleiben nicht so. So. Okay. Magst du Panda? Das hast du gestern schon gefragt. Die sind niedlich, habe ich geantwortet. So, könnte ich jetzt da... Nee, das geht auch nicht. Okay, dann ist es auf jeden Fall normal. Dann machen wir das mal wieder weg. Und ich hätte gern... Wo sind sie denn? Also hier nicht dabei. Okay, alles klar. Welche könnten denn noch passen? Die hier sind cool. Guck, ob noch alles in Ordnung ist. So. Okay. Was ist das, was du da gerade baust mit den bunten Stühlen? Auf jeden Fall wird das ein Partyraum. Und wir gucken mal, wie wir das dann noch hinkriegen werden. Ich würde doch mal schauen, die sind nämlich hier dabei. Diese hier, genau. Oder die, die gehen natürlich auch richtig gut. Die passen. Ah, alles klar, die passen ran. Das meintet ihr. Alles klar, verstehe. Was haben wir denn hier noch für Farben? Die gefallen mir ganz ehrlich nicht so. Die sind irgendwie schöner. So, Eileen, ich grüße dich. Du musst Sessel nehmen. Haben wir jetzt? Jetzt habe ich es geschnallt.
Danke, Sandra. Willkommen im Team. Es freut mich, dass du zu uns gefunden hast. Echt cool. Die würden auch verdammt gut passen. Aber die sind auch super. Okay, welche nehmen wir denn jetzt? Wir müssen erstmal schauen, dass wir irgendwie farblich einen Stil reinkriegen. Oder generell erstmal die Grund... Wie kann man sagen, die Grundausstattung, so den Grundschnitt vom Raum, dass wir wieder erstmal den Anfang haben. Und der Rest wird sich dann natürlich wieder ergeben. Die haben wir immer. Die, was haben wir denn da noch für Farben? Die können wir auch mal nehmen, definitiv. Machen wir... welche Farbe? Machen wir die. Okay, mal gucken, wie viel Platz wir brauchen. Ich glaube, das dürfte reichen. Dann machen wir das mal noch ein Stück Richtung Tür. Es ist allerdings nicht mittig, das gefällt mir nicht. Die können wir leider auch nicht frei verschieben. Das ist natürlich auch blöd. Dann machen wir das einfach noch ein Stückchen breiter. So, dann ist das mittig von der Tür. Und dann passt das. Gut, zeig mal bitte das Haus. War nicht da. Amelie, ich grüße dich. Oh Gott, Mia. Naja, alles mit seiner Zeit. So viel werden es zwar nicht werden, aber darum geht es mir auch nicht. So, das ist erstmal das Haus, wer jetzt neu ist. Und wir fliegen nochmal ganz kurz durch die Räume. Da haben wir hier den Eingangsbereich, der ist noch nicht fertig. Dann die Küche. Wir machen das jetzt nochmal schnell, ne? Und der Sportbereich, der Sauna, die Sauna und der Wellnessbereich, wollte ich sagen. Gibt es die Palme eigentlich in einer anderen Farbe? Nee, okay. Gut, dann bleibt's. Der Wellnessbereich. Und dann haben wir hier den Wohnbereich. Und das Bad. Okay, und das war's dann erstmal. Das war's. So, das Dach ist genial. Ja, das ist irgendwie... Hallo Chiara, du bist auch neu. Dankeschön. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Okay, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich gleich aus dem Konzept. Okay, hier. Wir müssen, glaube ich, gleich einen provisorischen Zaun ziehen. Ich weiß noch nicht, welches der beiden wir nehmen. Das muss auf jeden Fall richtig in die Mitte. So, ich nehme einfach mal jetzt Sessel dazu, dass wir sehen, dass es mittig ist. Genau. Und, nein, ein bisschen noch. So, jetzt brauchen wir einen provisorischen Zaun, dass wir unsere Spandrillen wieder ziehen können. Sonst geht das nämlich leider nicht. Danke, Alex. Was ist dein Lieblingsland? Ich glaube, Spanien. Spanien, ich mag diesen spanischen Flair so, das ist einfach der Wahnsinn. Okay, erstmal den provisorischen Zaun. Also der kommt dann natürlich wieder weg. So. Und dann nehmen wir die Spandrillen, denn jetzt können wir die hier oben reinsetzen. Was vorher nicht ging. Okay, welche nehmen wir denn? Wir müssen natürlich jetzt auch erstmal schauen, dass wir welche finden, die dazu passen, zu dem Rest. Das ist immer so ein bisschen ein Hin und Her. Aber das kriegen wir auch hin. So, hi Susanne! Das sind noch ein bisschen die verkehrten Farben. Das hier würde gehen. Da müssten wir die Balken nochmal ändern. Gut, wir können die generell nochmal austauschen. Das ist alles kein Problem. Das ist alles kein Problem. Ich würde vielleicht doch eher nochmal... Die können ja weg. Die Spandrillen bleiben. Wir können ja einfach nochmal sowas hier nehmen. Das passt auf jeden Fall zusammen. Genau, machen wir das. Das passt. Ist das eine Shisha? Nein, das ist eine Blasenmaschine. So, Fenster im neuen Chat öffnen. Ich muss mal den Chat nochmal groß machen.
nicht klein, groß. Damit ich wieder alles sehe. So, wow, Tinte, in welcher Laden hat denn um die Zeit noch offen? Rewe zum Beispiel, oder? Na gut, ich weiß ja nicht, wo du wohnst. In der Stadt haben die Läden ja ein bisschen länger offen als hier bei mir. Das Silberne ist hübsch. Ja, es würde sicherlich auch gut passen. Wir gucken einfach mal. So, und dann machen wir den Zaun wieder weg. Denn der hat ausgedient, die Spandrillen sind da. Und vielleicht finden wir ja jetzt bei der kleinen Sitzecke hier schon für den Raum unsere Farbgebung, wie wir diese dann weiter verwenden werden. In dem ganzen Raum. Es ist immer so eine... Ich probiere immer so ein kleines bisschen hin und her und was dann passt. Real, alles klar. Hallo Mellies, Ei. Oder ich sag einfach nur... Ich sag einfach nur Melli, genau. Miriam, machst du dazu noch Vorhänge? Genau, das ist der Plan. Voll schönes Haus, dankeschön. So, kannst du das... wirst du das Haus in die Galerie stellen? Auf jeden Fall. Das Haus wird allerdings auch noch ein Community-Projekt, Galerie-Projekt. So, Sanne Hans ist wieder da, sehr schön. Und da könnt ihr dann auch mitwirken. Da könnt ihr euch dann mitbeteiligen. So. Es könnte jetzt allerdings ein bisschen schwierig werden. Wir brauchen jetzt die richtigen Vorhänge. Das hier würde gehen. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen die von... Wo sind denn die? Nee. Definitiv nicht. Die. Genau, ich würde sagen, wir nehmen die Vorhänge. Das Blöde ist, die enden so auf der Hälfte. Das ist doof. Der Raum ist zu hoch. Echt. Definitiv, der Raum ist zu hoch. Wie könnten wir das denn machen, dass es dann trotzdem noch gut aussieht? Lassen wir das so? Wartet mal. Jetzt müssen wir mal ein bisschen ausprobieren. Ich nehme erstmal die hellen. Ein bisschen höher. Okay. Drehen. So. Ah, ich sehe nichts. Wir müssen mal die Wände runternehmen. Wir müssten mal die Wände runternehmen. Aber jetzt sehe ich die Spandrillen nicht. So. Okay. Einmal noch. Vergrößern. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Wartet mal, wie groß sind denn die groß? Okay. Das ist leider ein bisschen zu groß. Schade, das ist aber eine echt coole Idee. Hier würde es gehen. Hier würde es gehen. Wisst ihr was? Dann nehmen wir hier die großen. Und an der Seite die kleinen und machen oben Blumen hin oder irgendwie sowas. Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Das ist eine gute Idee, die zu vergrößern. So. Soweit wie es geht rüber. Hier nochmal dasselbe. Sina, was ist los? Okay. So. Und hier dann die kleinen. Ups, nicht noch größer. Genau. Machen wir wieder so. Dieselbe Höhe wie hier. Und jetzt die andere Seite.
vergrößern. Die Cheats, die stehen an alle unten in der Infobox, falls ihr da die nicht kennt. Da könnt ihr da mal nachschauen und nachlesen. Und dann dürfte das passen. So. Machen wir... Na, so. So ist gut. Und nochmal größer. Okay, jetzt haben wir's. Und jetzt... So, okay. Und hier die Kleinen. Oder wartet mal. Wenn wir hier nur von einer Seite die Dinger machen? Machen wir so, oder? Ach nee, schaut mal, die sind zu groß. Schade. Das ist verdammt nochmal echt schade. Obwohl, so würde es gar nicht auffallen. Machen wir das so oder machen wir das hier nur von der einen Seite? Genau. Das sieht gar nicht mal so doof aus. Dann nehmen wir hier aber den anderen. Diesen hier. Okay. So, das wäre dann auf jeden Fall eine sehr interessante Ecke. So, okay. Jetzt können wir mal gucken, ob wir vielleicht hier in der Mitte bei den Dingern irgendwie farblich etwas anpassen können. Also ich würde auch sagen, wir nehmen die andere. Nein, nicht alles komplett weg. Ah, meine Güte. Nicht alles komplett weg. So. Was haben wir denn jetzt noch? Das ist gut. Auf jeden Fall. Definitiv. Kannst du Merch rausbringen? Das entscheide nicht ich. Das liegt nicht an mir. So. Was hast du bis jetzt gebaut? Wir gucken gleich nochmal. Wir können ja vielleicht so ein bisschen die roten Akzente mit reinbringen. Oder das hier sieht gut aus. Das ist auch cool. Aber ich glaube, das ist am besten. So. Was hast du, Sina? Oh Gott, hört man das? So, Amelie, gute Nacht. Spät haben wir es 20:48. Wir sind noch 40, also ihr haltet noch durch. Das ist sehr gut. Und dann können wir hier vielleicht irgendwie einen coolen Boden machen. Einen rötlichen, das wäre gut, wenn wir sowas hätten. Sowas hier, genau. Machen wir mal noch einen mehr. Ach, das ist natürlich wieder nicht gleich. Das ist natürlich wieder nicht gleich. So, doch. Jetzt haut das hin. Und dann nehmen wir den Rest wieder eine Fliese. Habe mir wegen dir Elternfreuden gekauft. Echt jetzt? Kannst du Merch rausbringen? Amelie geht. Was ist dein Lieblingsfach? Ich habe immer Kunst geliebt. Kunst und Sport, da musste man nicht nachdenken. Da musste man einfach nur nicht nachdenken. Oh nee. Bitte nicht. Das ist alles nicht das Richtige. Was haben wir hier noch? Das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz... Oh, ganz gut. Oder haben wir noch irgendwas Außergewöhnliches? Bei Sonstiges vielleicht?
Okay, das wird zu krass. Oh ja, definitiv. Hier ist nur ein bisschen Boden. Oh Gott, nein. So. She is back. Yay. Ja, wir sind zurück. So. Okay. Was können wir denn jetzt hier noch an als Wand nehmen? Nee, das ist doof. Das ist auch doof. Fliesen, vielleicht ein paar Steine. Was haben wir denn da für Farben? Wie das einfach mal zusammenpasst. Aber das sieht ein bisschen aus wie Schlachthaus oder sowas. Nee, das geht nicht. Was ist das? Es soll ja trotzdem noch gemütlich sein. Wir können ja mal bei Anstrich gucken. Vielleicht eine normalere Farbe oder sowas. Sowas hier. Nee, das ist ein bisschen zu ordentlich. Was haben wir hier noch? Hallo, Junafee! So. Hi, Matthias. Hier haben wir leider nicht so die richtigen Farben, die coolen. Wir könnten ja mal das hier nehmen. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann vielleicht irgendwie mit Fliesen wie Akzente setzen. Sowas hier. Nur halt an einigen Wänden, nicht an allen. Und dann wieder mit Balken arbeiten, um das Gesamtbild wieder abzurunden. Wie alt bist du, Sanna-Hans? Guck mal bitte unten in die Infobox. Da steht das alles drin. Okay, so. Hier auch noch. Mach mal die 100 Baby Challenge. Wir haben die 100 Baby Challenge am Laufen. Die läuft bereits. Die kommt morgen wieder, die Baby Challenge. Okay, so dürfte das hinhauen. Hey, was macht ihr da? Immer diese kleinen Kätzchen. Vielleicht noch irgendwas mit Holz? Disco-Kugel haben wir leider nicht. Sowas haben wir nicht. Nee, sowas haben wir wirklich nicht. Das passt nicht. Das ist ganz gut. Es darf halt nicht zu modern werden. Wir machen das jetzt erstmal so. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch was Älteres finden. Und wenn nicht, dann bleibt das. So, mach mal die Thief-Challenge. Die haben wir noch nicht. Ich denke mal, das wird nicht mehr ganz so lange dauern, bis Sims 3 dann auch zu Ende ist. Das Problem ist auch einfach nur, ich sehe das ja, dass ihr das einfach nicht so gerne guckt, wie zum Beispiel die Baby-Challenge oder Großstadtleben. Das ist, glaube ich, der aktuelle Favorit von euch. Und ja, da können wir mal gucken, was wir dann danach machen. Wir können dann auch definitiv abstimmen, was als nächstes laufen soll, das ist alles kein Problem. Aber ich möchte das jetzt halt einfach auch nicht so einfach abbrechen. Das wäre blöd. Das wäre nicht so schön. Das fände ich dann ein bisschen schade. Sowas? Ne, das wird zu bunt. Ich glaube, wir lassen das so. Ich glaube, wir lassen das. So, die. Hallo, Lisa! MSP. Schön, dass du da bist. Und dann holen wir mal die Dinger rüber. Machen wir einfach so ein bisschen Deko und so. Ein bisschen Deko. Decoration. Ach, wir brauchen die nochmal. Jetzt haben wir die von außen und von innen. Gut. So, wisst ihr was? Das ist doch dreimal besser, oder?
Ja, wir lassen das so. So, seit wann hast du schon Sims 4? Ich habe das seitdem es rauskam. Hallo, wie wird das ausgesprochen? Sinta? Ich weiß es nicht. Belehr mich mal bitte. Ich habe Sims 4, seitdem es rausgekommen ist. Ich hatte das sogar schon vorbestellt. Schon 2 Monate vorher vorbestellt. Also ich habe Sims 4 schon richtig lange. Wirklich richtig lange. So, mich hat eine Mücke gestochen. Autsch. Oh, es tut so weh. So, Partyraum. Was kommt denn da noch alles rein? Eine Bar, die können wir definitiv hierhin tun. Die müssen wir dahin tun, da ist der beste Platz dafür. Und in der Ecke dann eine Sitzecke. Und hier fehlt die legendäre Kante noch. Dankeschön, Sinta. Ich nenne dich jetzt mal Sinta, weil ich weiß nicht, wie ich das richtig aussprechen soll. Hallo, Sophie Lange. Okay, so. Eine Bar. Welche nehmen wir denn da? Shinta, alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Sehr gut. Das kommt definitiv hier rein. Da hin damit. Und dann gucken wir mal, was noch so rein kann. Wow, Riesending. Der Spieltisch kann auch rein. Aber wir machen erstmal die Bar. Wir gucken mal, wo die Bar ist. Wir können ja mal direkt auf Bars gehen und dann gucken wir mal, was wir so finden. Die Tiki Bar. Oh mein Gott, ich finde die ja so lustig, aber irgendwie hat man keine Verwendung dafür. Ich weiß nicht. So, die ist natürlich auch schön. Die passt zum Thema. Ich glaube, wir nehmen sogar die. Guckt mal, herrlich, oder? Passt doch. So, machen wir das mal so. Und dann holen wir die passenden Theken dazu. Das sind natürlich die, die wir in der Küche haben. So. Die schwarze Witwe, es wäre auch interessant. Die schwarze Witwe. Das wäre definitiv auch eine Möglichkeit. So, wir haben die Bar mit dem Hellen oben. So, wir machen das, das und dann machen wir hier noch mal das. So. Okay. Voll die große Bar. Oh mein Gott. Und dann noch Barhocker ran. Zeig mal die Finca. Wir gucken gleich nochmal. Aber wenn ich das jetzt immer machen würde, sobald einer fragt, dann würden wir alle 5 Minuten hier gucken. So, dann kommen wir nicht mehr zum Bauen. Das ist das Problem. Die sind schön, die nehmen wir. Wir haben ja so ein bisschen Rot drin. Und mit den Barhockern setzen wir das ein bisschen fort. Passend zu der Theke. Von daher, wir lassen das. Wir nehmen die. Okay. So, wir nehmen noch mal. Das. Es passt nicht. Es passt einfach nicht. Okay. Eigentlich müssten wir noch eins nach vorne, aber da haben wir keinen Platz mehr. Macht nichts. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit, das cool aussehen zu lassen. So. Der Moment, wenn ein Mann auf der Straße gerade Last Christmas singt. Komm her, Sina. So. Die Bar ist aus dem Deluxe-Ding, oder? Wir gucken mal. Die Bar ist aus dem Standard-Pack. Also aus Sims 4. Dann haben wir hier noch bei Deko, bei Wand. Ach, nicht Kamin. Bei Wanddeko haben wir ja hier noch die Dinger.
Na, wo sind sie denn? Das hier ist Olivenöl, okay. Olivenöl wollen die Sims, glaube ich, nicht trinken. Hier. So, das ist rot. Das passt besser, das ist cool. Ja, das passt. Machen wir eins. Du hast die Bar nicht, okay? Das ist komisch. Eigentlich, wenn du das Standard-Pack hättest oder hast, musst du die Bar haben. Wieso? Ach so. Ich weiß nicht, machen wir die vorne oder hinten hin? Vorne ist ganz gut. Oder vorne und hinten? Ich glaube, das wird zu viel. Wir gucken mal. Nö, ist in Ordnung. Machen wir so. Okay. Hallo Maya. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Ballonen. Ballons. Definitiv. Und vielleicht dahinter ein Teppich. Das können wir auch noch machen. Oder wisst ihr was? Wartet mal. Wir probieren mal was aus. Wir probieren mal was aus. Wir haben ja hier den Teppich auch noch. Den haben wir, den Weinrot. Nur in komplett rot. Nee. Was haben wir? Den. Der ist auch nicht der richtige. Vintage Glamour ist auch nicht das richtige. Was wollte ich denn jetzt? Need. Was wollte ich denn jetzt? So müsste das passen. Ja, definitiv. Das ist cool. Kennst du mich noch von gestern? Ja, gestern ist ja noch nicht lange her. So. Oh, nee. Nee, der ist doof. Hallo. Warte mal. Baust du eine Finca? Ja, wir bauen eine Finca. Wir gucken gleich nochmal. Oh, Matthias, tut mir leid. Warte mal. Ich guck mal nochmal deinen Kommentar. Warte mal, ich sehe gar keins. Hast du eine Familie, die du alleine spielst? Im Moment mache ich nur Let's Plays. Matthias, Matthias. Nee, ich sehe deinen Kommentar nicht. Wann? Was hast denn du geschrieben? Schreib bitte nochmal. So, Stefanie, ich grüße dich. Und dann... ich weiß nicht, lassen wir das trotzdem? Lassen wir den Boden trotzdem drunter? Ja, wir machen das trotzdem. So, gehen wir nochmal zu dem Holz. Und wir hatten, glaube ich, den. Ja, das sieht gut aus. Das ist ganz, das kann man durchgehen lassen. Hallo, Kind. Was machst du da? Komm mal her. Speichern. Ja, Mia. Gute Idee. Mal, ich muss mal das Kätzchen hier wieder vorholen. Das krabbelt schon wieder überall rum, wo es nicht soll. So, Chantal, ich grüße dich. Amelie ist wieder da. Auch sehr schön. So, jetzt kommt wieder der legendäre kleine Zaun. Hey, hey. Oh Gott, ich habe hier immer noch ein bisschen zu kämpfen. Ich glaube auch bei dem verdammt. Schade. Das ist jetzt verdammt schade. Guckt mal. Können wir vielleicht ein bisschen tricksen? Wartet mal. Ach, ich will doch das nicht. So. Okay, ach, Mensch, Mäuschen. Andere Lampen bitte. Ja, natürlich. Die Lampen ändern wir auf jeden Fall noch. Oh, Mensch, Katzenkind. So.
Der Teppich, der schwebt jetzt zwar ein bisschen, aber das fällt ja erstmal so nicht auf. Ist diese Leiste jetzt verschwunden? Nee, immer noch nicht. Ach Mist, schade. Jetzt müsste es gehen. Aber jetzt schwebt der Teppich echt doll. Okay, das können wir nicht machen. Vielleicht haben wir Glück. Das würde gehen. Dann machen wir das halt nur bis da. Das ist jetzt nicht besonders schön, aber es geht nicht anders. So. Bekommst du deine Sims 4 Sachen geschenkt? Nein. Ich bekomme gar nichts geschenkt. Ich kaufe alles so wie ihr. Matthias, erklär mir das doch bitte mal genauer. Warum Dislike und was heißt das? Sie spricht nur mit... Cash-Zahlern meinst du sicherlich. Okay, naja, ich weiß jetzt zwar nicht, was du meinst, aber... Die passt bald besser, die Kante. Ich spreche mit allen. Außerdem ist es so, dass hier so viele Kommentare kommen, dass ich gar nicht alles sehen kann. Und mir sagen ganz oft Leute, hier, du liest meine Kommentare nicht. Das liegt ganz einfach daran, dass die teilweise so schnell nach oben rausgeschoben sind, dass ich die gar nicht sehen kann. Weil ich gucke hier auf das Spiel und ich gucke zusätzlich auf den Chat. Ich kann gar nicht alles sehen. Das ist die Sache. So. Was war denn jetzt gewesen? Okay. Also. Gut. Jetzt fehlt auf jeden Fall noch eine Sitzecke. Die Tür können wir noch ein bisschen darüber nehmen. Dann können wir hier die Sitzecke hin tun. Und dann wird es schon ganz gemütlich. So. Hast du mal Sims 1 gespielt? Ich spiele Sims, seitdem Sims 1 draußen ist. Es war mein erstes Sims-Spiel. Und seitdem spiele ich es. Also Sims. Ich dachte ja, man kann vielleicht sowas hier direkt reinstellen, aber das ist halt schon wieder ziemlich neumodisch. Von daher geht es nicht. So. So, wie heißt du in der Galerie, Community? Guck einfach mal unten in den Titel, da steht das zum Beispiel drin. Und in der Infobox steht das auch. Und da... Das steht eigentlich unter jedem Video. Von daher... So, okay, was haben wir denn hier noch für Farben? Das ist ganz cool, das passt. Ich würde sogar sagen, wir nehmen das. Das sind schöne Farben. Wir haben zwar so ein bisschen rot. Hier, also hier wäre das dann grün. Aber rot wäre auch schön. Wartet mal, nee, wir nehmen rot. So. Und dann gucken wir mal, was wir für einen Tisch nehmen. Kann man dir Fanpost senden? Nein, ich habe noch keinen. Ich habe kein Postfach. Aus dem Grund, weil bevor ich ein Postfach anlege, erstmal müssten wir dann schon noch ein paar mehr Leute sein. Und ich möchte schon, wenn ich ein Postfach habe, die Kosten
durch die YouTube-Einnahmen schon irgendwie gedeckt haben und das ist halt nicht der Fall. Weil ein Postfach ganz schön teuer ist. Okay, so. Nimm doch Sitzsäcke, wenn es welche gibt. Nein, leider nicht. Ah, das wäre echt eine coole Idee. Wenn die sowas mal machen würden. Hallo Jana, ich grüße dich. Oh, Alex. So, was haben wir denn hier noch so? Das ist cool. Oh mein Gott, guck mal, das passt. Das ist ganz schön grell. Warte mal, wir gucken mal, was wir noch haben. Das ist besser. Nee, auch nicht. Das hier. Das ist cool. Ja, das ist gut. Mach dir bitte, bitte, bitte ein Postfach. Alles zu seiner Zeit. Das hat noch ein bisschen Zeit. So. Hey, was macht denn ihr hier? Okay. Hier brauchen wir definitiv noch Wanddeko. Definitiv. Bilder. Wo haben wir denn Bilder? Wo haben wir denn Bilder? Die sollen natürlich auch nicht so altbacken sein und trotzdem noch ein bisschen modern. Das ist eigentlich ganz cool. Es ist altbacken, okay. Zwei Widersprüche in einem Satz. So, kann ich dir sonst irgendwie was senden? Du kannst mir höchstens über Instagram kannst du mir schreiben. Da könnt ihr mich zuspammen. Aber ich weiß, einige übertreiben es auch gern. Ich meine, ich antworte euch zu gerne, aber ich kann euch nicht jeden Tag antworten. Das geht dann auch nicht. Aber ich bemühe mich natürlich, das so oft wie möglich zu machen. So. Wenn wir da einfach noch einen Fernseher an die Wand machen. Hups, was war das? Ja, das geht auch. Dann machen wir den einfach nochmal dahin. Ja, das geht. Das geht, das geht. Greta, danke schön. Ich finde es auch schön, dass du hergefunden hast. Vielleicht nochmal eine Halbwand? So, dann hätten wir eine abgetrennte Sitzecke. Okay. Das mal, hier können wir auch mal Fliesen nehmen oder irgendwie sowas. Ist dasselbe. Lampen, andere Lampen. Veronika, die Lampen kommen zum Schluss. Aber sie kommen, keine Angst. Ich mag die Lampen nämlich selbst nicht. Das ist schon ganz gut. Das ist gut. Wie ist das? Das ist auch verdammt interessant. Wartet mal. Wir probieren es nochmal. Das. Das. Und das lassen wir so. Okay, passt. Perfekt. Oder? Nee, das lassen wir so. Mach doch ein DJ-Pult. Ein DJ-Pult. Wartet mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Aktivitäten, Fähigkeiten. Kannst du das alles nochmal zeigen? Ja, ich wollte das erst schon zeigen. Tut mir leid. Ich wollte das erst schon mal zeigen. Also, das ist das Haus von außen. Das müsstet ihr ja, dürftet ihr ja mittlerweile alle kennen. Noch nicht fertig. Hier steht überall noch ein bisschen was rum, was eigentlich nicht hin soll oder noch weg soll. Und dann 35. Ich würde sagen, wir machen bald Feierabend. Ja, ich würde sagen, wir machen bald Feierabend. Wie heißt du? Hast du einen anderen YouTube-Kanal? Ja.
Aber da passiert nichts. Von daher ist das eigentlich sinnfrei. Im Moment passiert da nichts. Wenn da was passiert, dann gebe ich euch Bescheid. So, die Küche. Das ist diese hier. Dann der Wohnbereich. Das ist dieser. Ups. So sieht er aus. Das Badezimmer. Sowas. Und dann haben wir hier den Wellnessbereich. Und den Sportraum. Die Sauna. Und jetzt sind wir hier drüben in der Party-Location. So. Sieht noch jemand den Schwimmenden? Ja, der Sim ist da. So, wir speichern, genau. Und wir machen noch ein paar Minuten. Wir machen noch ein paar Minuten und dann werden wir für heute erstmal Feierabend machen. Denn wir werden weniger und man muss es ja dann auch... Hey, komm mal her. Komm mal her. Komm mal da runter. Wartet mal kurz, sonst kann es passieren, dass es gleich scheppert. Ich bin gleich wieder da. Ich hole nur die Katze. Gut, hallo Linnea Sophie. Okay. Da kommen die noch durch. Okay, passt. Was machen wir? Wir bauen eine Finca. Allerdings, die Ecke hier ist mir noch ein bisschen langweilig. Können wir hier vielleicht noch irgendwie das Ganze mit Beistelltischen ein bisschen aufpimpen? Bleib mal hier, Kind. Bleib mal hier, Kleines. Du machst da hinten nur Blödsinn. Naja. Der passt nicht. Der ist ganz gut. So. Ja, jetzt wird es ganz besser. Wo steht das Grundstück in Oasis Springs? Das ist das große in Oasis Springs, 50 mal 50. Da wohnt Familie Landgrab. Das ist ziemlich weit rechts. Rechts mittig. Bleib hier, bleib hier, bleibst du hier. Gut, was hätten wir denn da noch so? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Das sieht gar nicht mehr so blöd aus. Ernsthaft jetzt. Wartet mal, da müssten wir noch mal eine Säule holen. Dahin tun. Und dann würde das wieder passen. Dann würde ich allerdings vielleicht das noch mal tauschen. Und den Fernseher hier hin machen. Und das Bild dahin. Oder weg. Machen wir das Bild dahin. Ja. Die Dartscheibe, die kann irgendwo hin. So. Bitte bis 22 Uhr. Ich muss morgen wieder 4:45 aufstehen. Von daher nein. Dazu könnt ihr mich heute nicht überreden. Tut mir leid. Das tut mir leid. Aber das geht nicht. Nicht heute. Gut. Wir dekorieren die Ecke jetzt hier noch und dann werden wir erstmal Feierabend machen. Boah, die ist groß, die Lampe, oder?
Machst du noch einen Raum oder nicht? Nein, wir machen nur noch die Ecke. Okay. Würde das gehen, wenn wir das da hoch tun? Ah, es rastet ein. Okay, nee, es geht nicht. Dann müssten wir erst die Dinger unten drunter wegnehmen. Dann geht das. Okay. So, wir verarschen jetzt das Spiel. Zu hoch. Zu hoch. Nee, war richtig. Ah, das sehe ich doch von hier, dass das schwebt, oder? Kann das sein? Nö, passt eigentlich ganz gut. So. Nee. Sauerei. So. Was ist das für ein Raum? Das ist ein Partyraum, genau. Du verstellst das mit 9 und 0, oder? Jawohl, richtig. Ihr müsst davor aber Testing Cheats eingeben. Dann funktioniert das erst. So. Da steht unten in der Infobox, falls ihr wissen wollt, wie das geht, da könnt ihr einfach mal nachgucken. Okay, hier kommt dann ein kleines Badezimmer rein mit Toiletten und einem Waschbecken und sowas. So, und hier die Ecke, gucken wir mal, was wir da noch machen. Aber ich würde sagen, wir belassen das dabei heute erstmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich weiß noch nicht wann. Das kann ich euch leider noch nicht verraten. Das mal... ich weiß es noch nicht. Es kann sein, dass es diesmal sogar zum Samstag wird. Hallo Kathi. Ja, es kann sein, dass wir diesmal sogar mal, was wir noch nie gemacht haben, dass wir diesmal zum Samstag streamen könnten. Das kann passieren. So, ihr Lieben, okay. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja und ihr neu seid, dann könnt ihr das kleine Glöckchen aktivieren. Dann verpasst ihr absolut gar nichts mehr. Keinen Stream, kein Video, weil wir machen ja auch Let's Plays. Und von daher... So. Einfach das kleine Glöckchen aktivieren, dann passt das. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall allen eine gute Nacht. Hi from Poland, hi from Germany, hi neighbors. So, dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich habe keinen festen Streaming-Plan, weil ich immer mal Zeit habe, mal habe ich nicht Zeit, mal bin ich K.O. nach der Arbeit. Das ist immer ganz spontan. Deswegen Glöckchen aktivieren und dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Oder einfach mal abends kurz nach 18 Uhr in die Infobox gucken, ob ich einen Stream angekündigt habe. Oftmals kündige ich die auch an. Und dann seht ihr das, aha, entweder läuft der Stream oder ihr seht das vor dem Stream schon, aha, dann und dann geht's los. Okay, alles klar. So, ich wünsche euch eine gute Nacht und dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss!